Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Wir wollen pünktlich anfangen und ich begrüße auch diejenigen, die uns zuschauen. Wir sind in bewegten Zeiten und ich habe schon gehört, dass einige Leute es nicht hierher geschafft haben wegen neuen Protesten, diesmal nicht von Bauern, sondern von Lkw-Fahrern. Das ist halt Berlin, aber es freut uns trotzdem, dass Sie hier sind und zu einem der Themen, die in den letzten Monaten zu den heftigsten Auseinandersetzungen geführt haben im Europäischen Parlament, nämlich Pestizidreduktion. Und können wir uns im Grunde genommen es leisten, weiterhin so zu wirtschaften in der Landwirtschaft, wie wir es im Moment tun, dass wir darüber diskutieren. Mein Name ist Martin Häusling, ich bin seit 2009 Europaabgeordneter, bin im Agrar- und im Umweltausschuss, bin der agrarpolitische Sprecher der Fraktion und sehr viel mit dem Thema Pestizidreduktion beschäftigt. Wir hatten ja Auseinandersetzungen über das Thema SUR, ja, das heißt das System, wir warten noch einen Moment bis zur Aufnahme, wir haben ja einen Vorschlag von der Kommission gehabt im Rahmen der Farm-to-Fork-Strategie, dass wir Pestizidreduktion als eines der Ziele der Politik der Europäischen Union haben sollten. Und darin hieß es, bis zum Jahr 2030 50% weniger Pestizide als Ziel für die Landwirtschaft. Darauf gab es eine heftige Empörungswelle der Bauern, die gesagt haben, das ist nicht machbar, die Bauern fürchten um Erträge. Und ich glaube, was die Kommission falsch gemacht hat, und das haben wir auch in dem Diskussionsprozess ja auch mehrfach auch tatsächlich auch so gesagt, dass man hätte erklären müssen, warum brauchen wir diese Pestizidreduktion? Warum ist es wichtig, dass wir auf Dauer weniger Pestizide einsetzen? Das hat nämlich was zu tun damit, dass wir ganz erhebliche Folgen für die Biodiversität haben. Nicht nur seit der Krefelder Studie, die ja zeigt, wir haben einen Rückgang von Insekten um 70%, wissen wir alle, da draußen passiert etwas, was unser aller Leben am Ende betreffen wird. Und ich glaube, das ist in dem ganzen Diskussionsprozess verloren gegangen, dass alle nur noch meinen, das ist ein politisches Ziel, aber warum müssen wir auf Pestizide verzichten? In dem Umfang. Und das hat in dem ganzen Prozess der Diskussion niemand geschafft, auch den Landwirten zu erklären, es geht mit weniger Pestiziden und wir müssen weniger Pestizide einsetzen. Das Interessante fand ich, dass wir ja vor, jetzt schon, glaube ich, 6 oder 7 Jahren eine französische Studie bekommen haben, die gesagt hat, 40% des Einsatzes von Pestiziden ist für die Landwirte ökonomisch völlig unsinnig und bringt keinen Nutzen. Und ich glaube, daraus wird es deutlich, dass wir schon über die Verfahren der Landwirtschaft wesentlich weniger Pestizide einsetzen könnten, wenn manche Bauer besser beraten wäre, wenn vielleicht auch Pestizide einen anderen Preis hätten. Und das Zweite ist, dass wir im Rahmen des Anbaus, wenn Bauern Fruchtfolgen einhalten, wenn Bauern auf resistente Sorten setzen würden, wir auch da erhebliche Pestizidreduktionen erreichen könnten, im Rahmen des Anbaus. Auch darauf wurde im Diskussionsprozess hingewiesen. Was mit der SUR passiert ist am Ende, mit der Pestizidreduktion im Europäischen Parlament, ist ein Drama. Meine Kollegin Sarah Wiener hatte dieses Dossier bekommen und hatte auch im Umweltausschuss gute Einigungen erzielt. Aber am Ende hat eine konservative Mehrheit, noch ergänzt durch einige Liberale, dieses Gesetz komplett kaputt gemacht. Abgelehnt ist es dann schließlich geworden vom Parlament, weil auch wir gesagt haben, wir beschließen kein Gesetz, was am Ende nichts bringt. Das ist schade, das ist jetzt aus der Hand gegeben. Und die Konservativen haben das als großen Erfolg der Bauern gefeiert. Ja, wir können weitermachen wie bisher. Ich glaube, das war ein richtig großer Fehler, weil wir können nicht so weitermachen. Sie erinnern sich wohl an das Montreal-Protokoll. Da haben auch wir uns in Europa verpflichtet, große Flächen unter Naturschutzständer, strengeren Naturschutz als es jetzt ist. Und ich sage immer bei den Diskussionen, wenn wir in Europa diese Ziele noch nicht mal umsetzen können,
auf so massiven Widerstand stoßen, wie wollen wir Ländern des globalen Südens erklären, dass sie dem auch folgen sollen? Deshalb ist eine Riesenverantwortung in Europa, dass wir auch den Weg aufzeigen hin zu einer chemiefreien Landwirtschaft. Ein weiterer Aspekt, der wird ja heute noch in der Diskussion zum Tragen kommen, ist, und das ist, macht meiner Meinung nach der Europäische Union in vielen Bereichen unglaubwürdig, wir verbieten zu Recht in Europa viele Chemikalien, die nicht mehr eingesetzt werden dürfen. Gleichzeitig exportieren wir aber diese Chemikalien weiterhin in den globalen Süden. Begründung dafür ist manchmal sehr abenteuerlich, dass dann gesagt wird, ja, in tropischen Ländern brauchen wir halt andere Arten von Pflanzen. Schutzmitteln ist ja ein bisschen verharmlosen. Von Pestiziden, da ist der Heerwurm plötzlich das Riesenproblem. Aber es ist eigentlich unanständig, dass wir zum Schutz der Menschen hier Pestizide verbieten und sie im gleichen Moment exportieren und Bayer, BASF und Syngenta und andere, drei muss man nennen, ne, um nicht, dass die hier Geschäfte weiterhin machen auf Kosten der Umwelt, auf Kosten der Menschen im globalen Süden. Dass wir es noch nicht mal schaffen, in Europa uns sozusagen da durchzusetzen, dass es die deutsche Bundesregierung geschafft, das auch durchzusetzen, weil Deutschland gehört halt zu den Exportländern für giftige Chemikalien, ist eigentlich ein Skandal. Ich will jetzt keine Partei nennen, die dafür mitverantwortlich ist, aber Sie können sich denken, wer dafür verantwortlich ist. Ich will jetzt nicht weiter ausführen. Ich denke nur und hoffe, dass diese Veranstaltung dazu dienen wird, dass wir das Ziel, den Pestizideinsatz zu reduzieren, dass das weiterhin ein hoffentlich großes Ziel bleibt der Europäischen Union, auch für die nächste Kommission. Wir stehen halt vor Wahlen und ich glaube, die Zivilgesellschaft muss deutlich machen, so kann es nicht weitergehen. Und wir wollen ja die Bauern jetzt nicht, die sich ja jetzt immer zum Opfer stilisieren, sozusagen jetzt einschränken, sondern Bauern, das sage ich auch ganz klar im Rahmen der Diskussion um die neue Agrarpolitik, die sollen auch dafür honoriert werden, dass sie weniger Chemie einsetzen. Und dann, glaube ich, können wir gemeinsam das Ziel erreichen. Und ich hoffe, dass wir das auch im nächsten Parlament durchsetzen können. Ich darf Ihnen jetzt eine interessante, spannende Veranstaltung wünschen und übergebe jetzt Lena Lui für die weitere Moderation. Danke. Ja, herzlichen Dank, Martin. Genau, Lena Lui, Referentin für internationale Agrarpolitik hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich freue mich, dass wir hier wieder diese Veranstaltung gemeinsam machen und Martin hat gerade schon ganz viele Punkte angesprochen, um die es heute gehen soll, um die Pestizidreduktion auf EU-Ebene, um auch die Doppelstandards im globalen Pestizidhandel. Und wir werden auch hier und da noch über den Glyphosat-Ausstieg sprechen, der erstmal auf EU-Ebene gescheitert ist. Wir haben so viele Themen gerade auf dem Tisch liegen in Bezug auf das Thema Pestizide. Und ich glaube, da werden wir heute eine sehr interessante Diskussion haben. Ich werde jetzt erstmal die anderen PanelistInnen hier zu mir auf die Bühne bitten. Und zwar bitte ich Carsten Rocholl hierher. Genau, Carsten ist Geograf und Mitarbeiter des Landtagsabgeordneten Volkert Wille in NRW. Und er hat im Auftrag der Grünen Fraktion im Europaparlament die im Oktober veröffentlichte Studie Weg ist weg, warum es keine Alternative zum Erhalt der Artenvielfalt gibt, mit verfasst. Dazu wird er gleich noch mehr sagen. Er hat mich auch noch darauf hingewiesen, dass er seit über 20 Jahren in einem Forschungsteam arbeitet, wo es auch unter anderem um marine Säugetiere geht. Auch davon werden wir noch mehr hören. Carsten, schön, dass du bei uns dabei bist. Dann möchte ich bitte Susan Haffmanns hier auf die Bühne bitten. Susan ist Agraringenieurin und Referentin für Pestizide beim Pestizidaktionsnetzwerk Pan Germany. Und sie hat sich in den letzten Jahren vor allem mit dem globalen Pestizidhandel beschäftigt und Möglichkeiten der Regulierung. Vielen Dank, dass du gekommen bist, Susan. Dann bitte ich Silke Bollmoor hier auf die Bühne. Silke ist Referentin für Welternährung und globale Landschaft beim Incota-Netzwerk. Und sie hat in der Vergangenheit als Ökotoxikologin auch viel zu Pestiziden gearbeitet, vor allem in Kenia und Südafrika, da auch beraten und bringt hier auch ganz viel Expertise mit in diese Diskussion.
Herzlich willkommen. Und Larissa Bombardi. Larissa ist extra aus Brüssel hierher gekommen. Sie ist Geografin, eigentlich an der Universität von São Paulo in Brasilien und lebt aber seit der Bolsonaro-Regierung, der rechtsextremen Bolsonaro-Regierung in Brüssel und forscht weiter zu Doppelstandards im Pestizidhandel, vor allem zwischen EU und Brasilien. Schön, dass du hier bist, Larissa. Und ich muss noch kurz dazu sagen, wer fehlt. Wir haben versucht, noch einen Vertreter, eine Vertreterin aus dem BMEL, dem Landwirtschaftsministerium, auch für diese Diskussion zu gewinnen. Das ist uns leider nicht gelungen. Somit bleibt Martin hier sozusagen der Vertreter der Politik. Wir hätten natürlich gerne noch eine nationale Perspektive hier gehabt, aber ich glaube, viele hier aus der Runde werden die heute diskutierten Inhalte auch trotzdem weitertragen in die deutsche Politik. Genau, ich darf dann als erstes übergeben, wir haben hier kleine Impulsreferate vorbereitet von allen Panelistinnen. Als erstes wird beginnen Susan Hafmans. Susan wird uns einen Überblick geben über den Pestizideinsatz in Deutschland und der EU und vor allem zu der Frage, warum brauchen wir denn eine starke Pestizidregulierung in der EU und in Deutschland? Susan, du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Es gibt auch ein paar Folien. Da waren Sie eben schon. Genau, darauf warten wir noch kurz. Sehr gut. Genau. Warum? Bitte die nächste. Ah, das mache ich selber. Okay. Rot ist weiter. Okay. Genau, warum brauchen wir denn eine starke Pestizidregulierung in der EU? Das ist die Frage, die hier für mich im Raum steht, für uns alle. Und da möchte ich einfach sagen, Pestizidregulierung und Pestizidreduktion, das ist kein Selbstzweck. Martin hat das einleitend schon erwähnt. Es geht nämlich um etwas. Die Pestizide haben Wirkung und diese Wirkung halten unsere planetaren Grenzen nicht mehr aus. Der Bildschirm ist ausgefallen. Ah ja. Und zwar sehen wir das, wenn wir keine starke Regulierung haben und wenn wir nicht Pestizide, die chemisch-synthetischen Pestizide, wirklich reduzieren, dann gefährden wir die Zukunft einer nachhaltigen Landwirtschaft, dann nehmen wir zukünftigen Generationen die Möglichkeit, nachhaltig Landwirtschaft zu betreiben, dass die Landwirtschaft auch auf Nützlinge hoffen kann, die helfen können, eine gute Landwirtschaft zu betreiben, die helfen können, Erträge zu sichern. Wir wissen, dass der Pestizideinsatz ein wesentlicher Treiber des Artenverlustes ist. Wenn Arten erstmal weg sind, da kommen wir noch zu, gibt es die nicht wieder. Wenn Belastungen von Böden, wir wollen chemische Belastungen von Böden, von Luft, aber auch von Gewässern reduzieren und das müssen wir auch. Die Situation sieht nicht gut aus und diese Konzentrationen haben auch Auswirkungen. Ich drehe mich jetzt ab und zu mal um. Ich möchte auch nochmal daran erinnern, dass wir das Menschenrecht auf eine gesunde Umwelt haben. Das heißt, es geht hier nicht um, das hätten wir gerne oder so, sondern wir sind verpflichtet. Wir sind es uns und der zukünftigen Generation schuldig, dass wir handeln. Und weil wir auf die Biodiversität im nächsten Beitrag noch stärker eingehen, gucken wir uns einmal das Wasser an, was in keinem guten Zustand ist. Wir wissen, dass Grundwasser bei uns belastet ist. 40% der Messstellen haben die Umweltqualitätsnorm für Pestizide überschritten. Die Wasserversorger schlagen Alarm, weil die Rohwässer belastet sind, insbesondere mit Herbiziden. Wir haben durch das Kleingewässermonitoring erstmals einen intensiven Einblick bekommen in die tatsächliche Belastungssituation von kleinen Oberflächengewässern und sehen, dass dort 80% der gemessenen Stellen den Vorsorgewert überschreiten. Das ist keine Situation, die nur die chemische Belastung betrifft, sondern es hat auch Auswirkungen auf die Biologie, das hat Auswirkungen auf die Zoonosen, die dort sind. Wir wissen aus Studien, dass der angenommene, noch akzeptable Wert durch die Risikoprüfung viel zu hoch angesetzt ist, dass zum Beispiel wirbellose Organismen schon bei niedrigeren Konzentrationen geschädigt werden. Das ist ein Problem. Das andere Problem ist, dass sogar diese Konzentrationen überschritten werden.
Und wenn wir sagen, was ist denn eine Pestizidregulierung überhaupt, für die meisten ganz verständlich, dann kann man grob sagen, das ist einmal dieser ganze Bereich der Zulassung, ne, und der auf, insbesondere auf EU-Ebene geregelt wird, also man bewertet die Wirksamkeit von Mitteln, man guckt, wie gefährlich sind die, welche Risiken birgen die. Und das andere ist der Bereich der Anwendung. Ne? Was darf wie, wo, wann angewendet werden, welche Restriktionen muss es geben und was sind da Priorisierungen. Und wenn wir einmal die Wirkung auf die Biodiversität angucken, das ist eine Abbildung des Sachverständigenrats für Umweltfragen und man sieht dort die gewünschten Wirkungen von Pestiziden, ne? Wir möchten, dass sie die Zielorganismen, irgendwelche sogenannten Schädlinge erwischen und wir wollen die Kulturpflanzen schützen. Und dann hat man die ganzen unerwünschten Wirkungen. Und das, was jetzt rot durchgestrichen ist, es gibt noch andere Anmerkungen, aber ich will nicht ins Detail gehen. Das ist was, was zum Beispiel die Risikowertung im Rahmen der Zulassung überhaupt nicht erfasst. Die ganzen indirekten Ökosystemanwirkungen, die Wirkungen auf die höheren trophischen Ebenen. Das heißt, was ist, wenn die Pflanze wegfällt, wenn keine Blüte mehr da ist, wenn dann kein Insekt mehr kommt, wenn der Vogel keine Nahrung mehr hat und. Diese ganzen Folgewirkungen, die werden nicht geprüft. Und auch eben diese Wirkung dann auf die nächsten Ebenen. Und wir sehen also, wir prüfen und es gibt trotzdem Probleme. Und das ist nicht neu. Und das, wenn man guckt, 80 Jahre chemischer Pflanzenschutz, dann sieht man einfach immer wieder, wurden quasi mit gutem Gewissen Pestizide, Pestizidgruppen zugelassen und im Rahmen des großen Offenlandversuches, sag ich mal, in der Anwendung, stellte sich raus, hochtoxisch, es kommt zu Vergiftung, es reichert sich an, wir müssen Atrazin, wir müssen Brunnen schließen, wir haben umweltmobile, gefährliche Wirkstoffe plötzlich in der Umwelt. Das Letzte, was hier sicherlich alle gut mitverfolgt haben, waren die Neonicotinoide, die stark bestäuber gefährlich sind und auch gesundheitliche Wirkungen haben, die jetzt vom Markt genommen wurden. Aber wie sieht es denn morgen aus? Ne? Wenn wir mal gucken, dann können wir nicht allzu hoffnungsvoll sein, dass eine zukünftige Pestizidzulassung alle Probleme lösen wird. Ich weiß nicht, was das ist. Ich mache mal hier weiter. Ist da reingerutscht. Deswegen werden wir uns nie auf die Zulassung alleine verlassen können. Wir müssen und können diese Zulassung verbessern und Defizite ausräumen. Aber wir können uns nicht allein darauf verlassen. Wir müssen auch andere, sag ich mal, Sicherheitsmaßnahmen vornehmen. Wir müssen mehr in die Vorsorge gehen, weil das haben wir gesehen. Wir haben nie Vorsorge betrieben. Wir hinken immer hinterher den Ereignissen. Wir sehen bei den Anwendungen, wir haben seit langem Anwendungsvorgaben. Es gibt die Richtlinie, die soll eigentlich schon seit 2009, die für die mit den Pestiziden verbundenen Risiken und Auswirkungen für die menschliche Gesundheit auf die Umwelt verringern. Die soll eigentlich die Anwendung des integrierten Pflanzenschutzes und alternativen Methoden wie nicht-chemische Alternativen fördern. Sie soll die Abhängigkeit vom chemischen Pflanzenschutz reduzieren und. Und ich meine, wenn wir uns umgucken, dann haben wir große Zweifel, dass das wird und überhaupt geklappt hat. Und das hat auch nicht geklappt. Und selbst die Kommission hat nach einer Evaluierung gesagt, es funktioniert nicht. Und deswegen hat die Kommission auch gesagt, kann nicht weiter auf Freiwilligkeit basieren. Wir müssen mehr Verpflichtung reinbringen. Wir müssen das aus einer sogenannten Richtlinie eine Verordnung machen. Das ist dieser Gang von der Sustainable Use Directive zur Sustainable Use Regulation. Und das ist das, von dem wir gerade gehört haben, was so hart umkämpft wird und immer noch in Gefahr ist, nicht umgesetzt werden zu können oder so stark verwässert zu werden, dass wir im Endeffekt nichts Besseres haben, als wir jetzt haben. Zurückkommen, wir brauchen eine starke Pestizidregulierung. Und was heißt das eigentlich? Also insgesamt nochmal müssen wir mehr Vorsorge betreiben. Wir müssen dem Vorsorgegedanken verpflichtet sein. Diese Verpflichtung haben wir der Gesundheit der Menschen gegenüber, unserer Verantwortung für die Umwelt. Wir haben diese Verantwortung auch über unsere Grenzen hinaus. Wir müssen die besonders gefährlichen Pestizide erst gar nicht in den Verkehr bringen. Da hat die EU einen guten
ersten Schritt getan, das muss nachgebessert werden. Indirekte Effekte auf die biologische Vielfalt und Kombinationswirkungen müssen besser berücksichtigt und minimiert werden. Aber auch hier wieder, wir werden das nie komplett ausschließen können, dass wir nicht Wirkungen übersehen. Denn alles, was wir im Rahmen der Zulassung machen, das ist in einem Modell. Und es wird nie die Komplexität der Natur, der Wirklichkeit abbilden können. Dennoch brauchen wir das, aber wir müssen uns bewusst sein, dass wir parallel dazu noch ganz andere Maßnahmen brauchen. Wir brauchen nämlich Vorgaben, nicht-chemischen Pflanzenschutz, nicht-chemische Verfahren zu bevorzugen und die entsprechenden Anreize für die Betriebe zu schaffen, dass die da mitgehen, dass sie das schaffen. Und wir müssen sicherstellen, dass die Anwendung von chemisch-synthetischen Mitteln wirklich nur das letzte Mittel der Wahl ist und nicht nur auf dem Papier. Ich möchte aber einen positiven Ausblick für mein Statement enden. Und das ist eine Folie eines Kollegen. Und viele verstehen ja unter Pestizidreduktion, das ist Verzicht. Ich möchte aber gerade mal ein Beispiel nennen, dass das eben auch was ist, das wir dazu bekommen. Und das ist das Beispiel, dass seitdem die Neonicotinoide nicht mehr eingesetzt werden, es ist ein bisschen unscharf, aber da sind so Wolken von kleinen Insekten um die Blüten rum. Das sind Nützlinge, die parasitieren Schädlinge. Und das heißt zum Beispiel, der Rapsglanzkäfer, der früher echt ein Problem war, das ist kein Problem mehr, weil sich die Natur drum kümmert. Und vorher ging das nicht, weil die selber sozusagen, weil die Neonicotinoide eben nicht nur auf die Schädlinge, sondern auch auf die Nützlinge gewirkt haben. Und das ist einfach nur ein Beispiel für viele, dass es Möglichkeiten gibt, dass eine starke Pestizidregulierung, eine Pestizidreduktion nicht Verzicht heißt, nicht jetzt geht nichts mehr, sondern dass es sehr viele neue Türen öffnet. Und dafür brauchen wir die entsprechende Politik und die entsprechende Bereitschaft. Danke. Vielen Dank, Susan, für diesen sehr umfangreichen Überblick, der, glaube ich, nochmal sehr deutlich gemacht hat, warum wir diese verschiedenen Ebenen der Regulierung brauchen. Wir kommen auch später in jedem Fall noch auf das Thema Glyphosatausstieg zu sprechen und vielleicht nehmen wir uns als Merkpunkt auch noch mit, was bedeutet das, was du gerade gesagt hast, auch für die nationale Pestizidreduktionsstrategie. Ich würde jetzt aber erstmal weitergeben an Carsten und ganz kurz die Frage an die Technik, ob es irgendwie möglich ist, diese Bildschirme wieder zu aktivieren. Okay, sie sind kaputt. Carsten, du darfst uns jetzt einen Überblick geben über die Studie, die veröffentlichte Studie Weg ist weg. Gemeinsam mit Klaus Henning Roth hast du sie verfasst. Wir haben sie auch hier schon in der Böll Stiftung vorgestellt. Vielleicht kannst du gerade die auf den Zusammenhang zwischen der Krise, des Verlustes der Artenvielfalt, der Biodiversitätskrise und Pestiziden noch einmal eingehen. Und ich freue mich, du hast das Wort. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank an Martin auch für das Vertrauen, dass wir die Studie erstellen durften. Ich möchte mich auch ausdrücklich bedanken bei Klaus Henning Roth, der hier auch irgendwo rumschwirrt. Das war ein tolles Zusammenarbeiten und nicht zuletzt auch dank des guten Überblicks und der manchmal auch notwendigen Triebkraft von Frau Dr. Andrea Beste, die es mit begleitet hat. Ja, als ich gefragt wurde, ob ich mir das vorstellen könnte, da an dieser Studie mitzuarbeiten oder der Zusammenstellung verschiedener Studien, da habe ich mir dann schon gedacht, ja, noch eine Studie, gut, kann man machen, aber als ich dann wenige Wochen später in einer kommunalen Ausschusssitzung saß und jemand von einer christlichen Partei meinte, er hätte festgestellt, in seinem Garten würden wieder mehr Insekten fliegen. Das sei ja alles viel zu dramatisch dargestellt. Da ist mir nochmal bewusst geworden, es wird noch viele Studien brauchen. Also ich glaube, das ist immer noch nicht in den Köpfen angekommen. Und ich versuche das dann, nachdem ich mich da Wochen und Monate lang zusammen mit Klaus Henning auseinandergesetzt habe, viele Studien, die kann man ja gar nicht von vorne bis hinten lesen, da kriegt man ja schlechte Laune. Aber mir ist dann nochmal klar geworden, man muss es wirklich mal deutlich machen. Ich glaube, wer schon mal auf einem Schiff war und stellt sich vor, da wird jeden Tag jemand 50 Bolzen irgendwo raushauen. Da kann man noch so viele Anbauten machen oder irgendwas, das wird irgendwann
nicht gut gehen. Also da kann man hoffen, dass man in seichtem Gewässer ist, aber auch das ist nicht das, was wir derzeit erleben. Also ich möchte jetzt in wenigen Minuten hier so einen kleinen Galopp machen. Die Studie liegt ja auch aus, ist eine Zusammenstellung vieler Studien und die Wissenschaft ist da sehr eindeutig. Ich möchte nur einige exemplarisch nennen, hier Professor Settle, Professor Jedicke, Professor Fahrtmann, Professor Ibisch, Professor Suko, alle diese Herren, die sich ja wirklich intensiv mit der Materie befassen, kommen zu dem Ergebnis, wir haben ein Riesenproblem. Manche stellen das ja in dieser Grafik der planetaren Grenzen dar und da ist die Biodiversität noch überragend, noch deutlich mehr dargestellt als das Problem, was alle mittlerweile mehr oder weniger akzeptiert haben, würde ich mal sagen, die Klimakrise. Und das Zusammenspiel dieser beiden Krisen, das ist eben das Fatale. Da bewegen wir uns wirklich auf einem Dampfer, der jeden Tag ein paar Bolzen verliert. Und das hat uns in den ganzen... ich darf hier drücken. Ja, Entschuldigung. Das war der rote Knopf, war richtig, ja? Ja, also hier habe ich nochmal eine kurze Übersicht über die Studien der letzten Jahre, die da auch maßgeblich nochmal bilanziert haben. Und deutlich wird dabei, je genauer man hinschaut, und jetzt ist ja der Blick auch etwas auf den Boden. Ich bin auch Bodenkundler und Hydrologe, bin sehr froh, dass jetzt kürzlich der Bodenatlas hier auch von der Böll-Stiftung veröffentlicht wurde, weil das auch nochmal zeigt, da haben wir bislang noch wenig drauf geschaut. Und wenn ich durch Nordrhein-Westfalen, wo ich dann für den geologischen Dienst schon mal tätig bin und Bodenkartierung mache, dann bekommt man tagtäglich mit, was auf der Fläche so passiert. Und manche Flächen, manche Böden sind halt schon sehr degradiert. Das will man dann kompensieren und da ist man dann immer sehr technologieoffen, aber das Problem, dass man diese Rohstoffe, diese unverzichtbaren Rohstoffe und das Zusammenspiel, die Biodiversität im Boden, dass man sie so stark beeinträchtigt, wird uns vielleicht irgendwann einholen. Da gibt es ja dann neue Formen der Landwirtschaft, könnte Martin viel zu sagen. Ich erlaube mir auch zur Landwirtschaft zu sprechen und habe gelernt, nicht über die Landwirtschaft oder die Landwirte zu sprechen, sondern es muss differenziert werden. Ich habe während meines Studiums einige Jahre auf einem damals Umstellungshof, der wurde dann zu einem Biolandbetrieb, mitgearbeitet und habe da viel gelernt. Und gerade in den Abendgesprächen mit den Nachbarn und Landwirten aus dem Ort, da ist mir klar geworden, unter welchen Zwängen sie auch stehen. Und deswegen komme ich jetzt nochmal auf ein paar Aspekte, was das für Folgen hat, wenn man weiter so wirtschaften will, wie man die letzten Jahre, Jahrzehnte gewirtschaftet hat. Das ist hier aus Nordrhein-Westfalen, da gibt es halt auch, die Länder sind ja in Deutschland zuständig für den Naturschutz und dann gibt es halt alle paar Jahre auch wieder so eine Bilanzierung. Da unten steht noch was, was ich für eine andere Präsentation gebraucht hatte, aber das ist halt vom Ministerium in Düsseldorf mal vor 2 Jahren, war es glaube ich, 2021, wieder dokumentiert. Wie geht es denn uns und den Arten? Und man kann es schön schreiben, aber man muss letztendlich bilanzieren, es ist dramatisch. Also gerade wurde schon angesprochen, die Arten, die besonders auf Pestizide wirken, Amphibien zum Beispiel, die haben da ein Riesenproblem und der Trend ist eindeutig. Wir verlieren Jahr für Jahr Arten, Insekten. Habe ich hier mal ein Buch, was vor 2 Jahren erschienen ist, Insektensterben in Mitteleuropa. Da wird ausführlich, das kann ich jetzt hier in der Breite gar nicht darstellen, aber da wird ausführlich darauf eingegangen, wie derzeit die Arten und welche Arten unter welchem Druck sehen und aber auch die Ursachen werden beleuchtet. Und da spielt letztendlich die Landbewirtschaftung und die Landnutzung, also auch die Flächenversiegelung, Trockenlegung von Mooren und Feuchtgebieten, all das spielt da eine Rolle, aber einer der wesentlichen Faktoren ist eben auch die Landwirtschaft und die Behandlung der Flächen mit Stoffen, deren Wirkung wir letztendlich ja gar nicht abschätzen können. Es gibt dann bei der Zulassung, wurde schon erwähnt, ja immer diese Abschätzung und dann, kürzlich ist mir eine Studie
die in Nordrhein-Westfalen alle paar Jahre wiederholt wird. Da untersucht man die Belastung von Urinproben von Kindergartenkindern. Und dann habe ich den Satz gelesen, ja, lediglich 9% der Proben hatten eine Belastung mit Glyphosat, die an der Bemessungsgrundlage waren. Also das Wort lediglich fand ich erschreckend. Also fast jedes zehnte Kind lässt Glyphosat, in welchen Konzentrationen, da kann man sich ja drüber streiten, da gibt es Wissenschaftler, die sagen, ja, unter der Bemessungsgrundlage, das hat keine gesundheitlichen Folgen. Aber man muss ja konstatieren, es ging durch den Körper der Kinder und wurde dann ausgeschieden. Und das finde ich, das sollte uns wirklich alle sofort wachrütteln und wirklich zum Handeln bringen. Erkenntnisse haben wir genug, Diskussionen in Brüssel eigentlich auch, aber jetzt komme ich nochmal zu den Zielen. Ist ja jedem, glaube ich, hier im Saal auch bekannt, die große Konferenz in Montreal, die eigentlich in Kunming stattfinden sollte, deswegen heißt es Kunming-Montreal-Abkommen. Wir haben dort natürlich ja, auch aus Sicht des Naturschutzes durchaus Erfolge zu verbuchen. Man hat jetzt wahrgenommen, wir müssen schneller und mehr handeln. Aber ich habe diese Folie nur mitgemacht, auch um nochmal zu zeigen. An Stelle 4, reduce risk from pesticides by the least 50% by 2030. Also das Ziel bis 2030, eine Halbierung der Stoffe, und da muss man ja dann nochmal differenzieren, es gibt ja Stoffe, die wesentlich toxischer sind und die neuesten Generationen von Wirkstoffen entwickeln sich auch da wieder hin, spezifisch, aber unter Umständen toxischer, das kann nicht die Lösung sein. Also wir haben Beschlüsse international, Deutschland verpflichtet sich dazu, aber die Umsetzung vor Ort lässt zu wünschen übrig. Hier nochmal ein paar Aspekte, Vogelstudien, Insektenstudien, alles liegt vor und alles kommt zu dem Ergebnis, dass wir handeln müssen. Hier aus dem Pestizidatlas mal eine Grafik, welche Mengen in Europa auf die Felder gebracht werden. Das ist erschreckend. Da kann man sich lange mit dieser Grafik beschäftigen. Es hat sehr viele Aspekte, die man hier beleuchten kann. Rechts sind auch nochmal die verschiedenen Stoffe exemplarisch dargestellt. Das ist ein Cocktail, der uns, unseren Gewässern und den Lebensformen nicht gut tut. Wir brauchen dringend Handlungen. Und hier ist vor einigen Jahren mal eine Studie erstellt worden, auch wo die verschiedenen Dinge aufgelistet worden sind, die gerade dazu in der Fachwelt gemacht werden. Da werden 800 Studien ausgewertet und man kommt wirklich zu dem Ergebnis, warum handelt die Politik nicht? Warum sind die Zulassungsbehörden immer noch bereit zu sagen, ja, wir können Glyphosat nicht ganz, weil es ist nicht bis zuletzt erwiesen, ob es nicht doch krebserregend ist. Und da finde ich, da müssen wir umdenken. Das Vorsorgeprinzip ist genannt worden. Ich komme langsam zum Schluss. Deshalb hier nochmal die Forderung, ist mir leider ein bisschen von der Formatierung unten durchgerutscht. Aber das sind die Forderungen, die Martin Häusling auch in der Studie nochmal zusammengetragen hat. Also Fazit, wir müssen schneller werden und wir müssen mehr ins Handeln kommen, weil sonst stehen wir in 10 Jahren hier, haben neue Studien und neue Beschlüsse und das IQ-Ziel, was bis 2020 eigentlich schon den Verlust der Artenvielfalt deutlich bremsen sollte, mussten wir feststellen, ja, haben wir nicht geschafft. Und das werden wir nicht mehr viele Jahrzehnte durchhalten, dass wir engagierte, ambitionierte Ziele uns setzen und dann feststellen müssen, wir haben sie nicht erreicht. Soweit im Galopp. Ich freue mich auf die Diskussion. Danke. Vielen Dank, Carsten. Danke für diesen eindringlichen Appell. Und ich musste gerade denken, ich glaube, zum Thema Pestizidbelastung, gerade bei Kindern, wird Larissa sicher später noch etwas sagen. Jetzt möchte ich erstmal Silke ans Pult hier bitten. Wir haben sozusagen jetzt einen Doppelbeitrag aus oder über Kenia.
Silke war Autorin eines im letzten September veröffentlichten Berichts zum Einsatz von hochgefährlichen Pestiziden in Kenia, das von dem Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Kenia veröffentlicht wurde. Und sie wird uns erstmal die Kernergebnisse des Berichts vorstellen und auch speziell nochmal auf die Rolle von deutschen Herstellern in diesem Kontext eingehen. Und danach haben wir noch ein Video-Statement von meinem Kollegen Harun aus dem Kenia-Büro im Anschluss in Ergänzung. Silke, du hast das Wort. Ja, ich versuche das auch mal im Schnelldurchlauf. Das sind nur ein paar Folien, keine Sorge. Aber bevor ich in die Ergebnisse reingehe, möchte ich noch mal ganz kurz die Ausgangslage in Kenia schildern. Der Import von Pestiziden steigt signifikant. Hier auf der linken Seite sieht man im Diagramm, innerhalb von 4 Jahren, von 2015 bis 2018, ist der Import von Pestiziden verdreifacht worden. Rechts sieht man auch eine Grafik aus dem Pestizidatlas, die eigentlich zeigt, dass trotzdem die Pestizidanwendung in Afrika immer noch sehr gering ist, vergleichbar zu anderen Ländern. Und gerade jetzt in den Krisen, in denen wir uns befinden und das doch sehr viel argumentierte Argument, dass wir da rauskommen mit reiner Produktionssteigerung und damit auch mehr Pestizide und mehr synthetische Düngemittel, ist es natürlich auch noch ein extra Markt für die Agrarkonzerne. Und dafür steht, denke ich mal, Kenia beispielhaft, und da gebe ich ein paar Ergebnisse, aber ich denke, das ist auch replizierbar auf viele andere Länder in Afrika und im globalen Süden. Wir haben eine ähnliche Studie in Nigeria gemacht und eine ist auch noch im Anlauf in Südafrika, und Nigeria zeigt genau die gleichen Ergebnisse. Ja, und letztendlich ist es aber sehr schwierig, wirklich herauszufinden, wie viel Pestizide denn wirklich angewandt werden, auf welche Anbausorten, auf welche Flächen, von welchen Konzernen diese Pestizide verkauft werden, weil diese Daten existieren nicht für die Öffentlichkeit. Und darum gibt es sowas eben auch wirklich sehr, sehr wenig. Oft gibt es nur Importdaten über die FAO. Und in diesem Bericht haben wir eben Real-Use-Data, also wirklich tatsächlich angewandte Pestizidmengen für das Jahr 2020 in Kenia erworben und konnten damit eben Aussagen treffen über all diese Fragezeichen, die ich gerade erwähnt habe. Und was dabei rauskam, war ziemlich erschreckend. Und zwar zeigt es, dass 44% der in Kenia eingesetzten Pestizide im Grunde in der EU nicht mehr erlaubt sind, weil sie ein zu hohes Risiko darlegen für die Gesundheit und für die Umwelt in Europa. 44% werden trotzdem noch in Kenia angewandt. Und dazu gehören zum Beispiel Insektizide wie Carbosulfan, Beta-Ziflutrin, Imidacloprid, Chlorpyrifos. Ich glaube, so ein paar Insektizide sagen uns alle was. Imidacloprid wurde gerade schon genannt oder als Neonicotinoid, also bienengiftig. Chlorpyrifos ist nervengiftig. Dazu Herbizide wie Paraquat, Glyphosat habe ich hier jetzt einfach nochmal mit reingenommen, ist natürlich noch nicht in der EU vom Markt genommen worden, und Fungizide wie Mancozeb und Carbendazim. Und die werden auf insgesamt 40% der landwirtschaftlichen Fläche ausgebracht. Oft kommt immer das Argument, ach ja, die Bauern und Bäuerinnen in afrikanischen Ländern benutzen ja gar nicht so viel Pestizide. Und 40% der gesamten landwirtschaftlichen Fläche ist schon eine Menge. Und dazu ist natürlich besorgniserregend, dass die Anwender und Anwenderinnen gleichzeitig wenig über die Gesundheits- und Umweltschädlichen Folgen unterrichtet werden. Wenige können sich überhaupt Schutzkleidung leisten. Oft ist sie auch in den klimatischen Bedingungen überhaupt nicht tragbar oder sie ist zu teuer. Sodass eben selbst das ist eine Studie von dem Dachverband der Agrarindustrie in Kenia, die eben besagt, dass nur 15% der Anwender und Anwenderinnen Schutzkleidung tragen. Was wir auch sehr interessant fanden, war, dass im Grunde 76% der eingesetzten Pestizide zu den hochgefährlichen Pestiziden gehören nach PAN-Kriterien und nur 2%, und das sind 7 Produkte von 131 Produkten, sind Biopestizide, registrierte Biopestizide.
Und das ist auch schon wirklich sehr besorgniserregend, denn wo geht die Zukunft hin, wenn nur 7 Produkte vielleicht ein bisschen weniger schädlich sind? Und ein Grund ist, die Registrierung dauert einfach zu lange für Biopestizide. Und der andere Grund ist auch, und das haben wir in den Daten eben auch herausfinden können, ist, dass die Biopestizide viel teurer sind als die hochgiftigen Pestizide. Also wir haben hier mal 3 Beispiele. Marshall, das hat den Wirkstoff Carbosulfan, das kostet $23 pro Hektar. Chlorpyrifos $13 und das Ajok, was ein Neem-Extrakt ist, also ein Biopestizid, kostet $86 pro Hektar. Und das verringert natürlich die Akzeptanz. Und oben rechts sehen Sie dann nochmal die kleine Grafik. Bauern und Bäuerinnen geben im Grunde am meisten Geld für Glyphosat aus. Das sind $4.2 Millionen und für Chlorpyrifos $3.2 Millionen. Also eine Menge Geld, die man vielleicht auch anders einsetzen könnte. Hier nochmal ganz kurz, auf welche Anbausorten Bauern und Bäuerinnen die Pestizide meistens ausgebracht haben. Und die Grafik in der Mitte, die große mit den Balken, da sehen Sie die verschiedenen Anbausorten. In Rot ist dargestellt hochgefährliche Pestizide und in Grau nicht hochgefährliche Pestizide. Und Sie sehen eigentlich fast alles rot und vor allem auch im Mais, Weizen, Kaffee, Kartoffeln und Tomaten, und Mais und Tomaten gehört so zu den Grundnahrungsmitteln der Kenianer. Und darum habe ich hier nochmal die Tomaten auch rausgenommen, ganz unten. Da sieht man dann, dass 79% der eingesetzten Pestizide eigentlich in der EU vom Markt genommen werden, die im Tomatenanbau eingesetzt werden, regelmäßig. Und sie geben dafür $7 Millionen aus für den Tomatenanbau in einem Jahr. Und was wir auch in einer Studie davor, also 2 Jahre vorher, herausgefunden haben, dass im Grunde auf Tomaten 18 verschiedene hochgefährliche Pestizide zu finden sind im lokalen Markt. So, jetzt bin ich gleich durch, das ist die letzte Folie. Jetzt ist die Frage, wo kommen denn jetzt diese Pestizide her? Und da haben wir die Daten eben auch erwerben können. Und was sich einmal zeigt, ist, dass deutsche Konzerne doch auch einen großen Marktanteil haben. Oft wird gesagt, ach, die meisten Pestizide kommen eh aus China und Indien. Aber die Daten haben eindeutig gezeigt, dass Bayer und BASF den zweithöchsten Marktanteil hat nach Syngenta mit 20%. Bayer und BASF zusammen haben um die 17% Marktanteil in Kenia, verkaufen also im Grunde die meisten Pestizide und machen damit mit diesem Pestizidverkauf auch sich noch des Doppelstandards zugute. Und das zeigen die nächsten 2 Sätze. Bayer verkauft 15 Produkte mit Wirkstoffen, die in Europa verboten sind. Das sind 40% des Gesamtwerts, was sie in Kenia einnehmen. Und die meistverkauften Produkte, also die Verkaufsschlager, sind Thunder. Das ist der Wirkstoff Beta-Cyflotin, der ist als 1b eingestuft, und Bayer und BASF haben eigentlich sich selbst verpflichtet, schon 2013 1b-Wirkstoffe nicht mehr zu verkaufen. Diese Daten sind von 2020. Kannst du kurz für Nicht-Experten sagen, was 1b bedeutet? Ja, also 1a und 1b heißt eben nach WHO hochtoxisch, und dementsprechend dürfen die eben auch nicht mehr verkauft werden und sind unter bestimmten Regularien wie die Rotterdam-Konvention, und da ging eben diese Selbstverpflichtung hin, dass diese Stoffe nicht mehr verkauft werden. Trotzdem ist es immer noch der Verkaufsschlager von Bayer in Kenia. Zusätzlich hat dieses Produkt noch das Imidacloprid. Wir haben gehört, es ist bienengiftig. Und der andere Verkaufsschlager ist Roundup Turbo, was eben Glyphosat beinhaltet. Bei BASF sieht es nicht besser aus. BASF verkauft 10 Produkte. Insgesamt haben sie einen geringeren Marktanteil als Bayer. Aber sie verkaufen 10 Produkte mit Wirkstoffen, die in Europa verboten sind. Und sogar 75% des Gesamtwerts entspricht dem der Pestizide, die eben in Europa verboten sind. Und darunter gehört Basta mit dem Wirkstoff Glufosinat Ammonium und Ceriax mit dem Wirkstoff Epoxiconazol. Ja,
So viel zu den Ergebnissen in der Studie. Es hat sich sehr viel getan in Kenia und ich denke, Harun in der Videobotschaft wird dann noch ein bisschen was darüber erzählen. Aber letztendlich ist wirklich auch eine Bewegung entstanden in Kenia, die wirklich auch diesen Doppelstandard nicht mehr möchten und sich da auch lautstark für einsetzen. Und das ist auch ein Grund, warum Pan, Miseria und Inkota die Petition, die wir eigentlich schon vor 3 Jahren aufgesetzt haben, dass wir ein Exportverbot von Pestiziden haben möchten, die in Europa verboten sind, wieder aufgenommen haben, weil es eben sich immer noch nicht wirklich viel getan hat in Deutschland. Gut, danke schön. Vielen Dank, Silke. Genau, die Petition zum deutschen Pestizidexportverbot hast du schon erwähnt. Die Studie haben wir, glaube ich, draußen nicht liegen, aber sie ist online verfügbar auf der Webseite der Heinrich-Böll-Stiftung Kenia. Und genau, da brauchen wir jetzt einmal noch das Video-Statement von Harun Warui. Er ist Programmleiter für das Recht auf Nahrung und Agrarökologie im Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Nairobi, Kenia und geht auch nochmal auf die Auswirkungen dieses Einsatzes hochgefährlicher Pestizide und eben auch der von Silke gerade kurz erwähnten Bewegung ein, Erfolge auch der letzten Jahre, die dort in Kenia zu verzeichnen sind in der Regulierung gefährlicher Wirkstoffe. I am Harun Warui from the Heinrich Böll Hallo, ich Foundation. Bin Harun Warui vom Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Nairobi und ich möchte den Einsatz von hochgefährlichen Pestiziden in Kenia kontextualisieren. Mein Vortrag basiert auf einer empirischen Studie aus dem Jahr 2020. Zu Beginn möchte ich das Thema ansprechen, indem ich die Auswirkungen von hochgefährlichen Pestiziden in diesem Land beschreibe, also HHPs. Das Ausmaß, in dem HHPs, also die hochgefährlichen Pestizide in diesem Land verwendet werden, ist recht umfangreich und es handelt sich insgesamt um 310 Produkte mit 151 Wirkstoffen, die bei 26 verschiedenen Kulturen, Anbaukulturen eingesetzt werden. Also die Menge der ausgebrachten Pestizidprodukte beträgt über 3060 Tonnen. Und 76% dieser hochgefährlichen, dieser Pestizide werden als hochgefährliche Pestizide eingestuft. 44% dieser hochgefährlichen Pestizide sind in der EU verboten aufgrund eines nicht akzeptablen Risikos. Und sie führen zu einem Verlust an Insekten, führen zu Krankheiten und Schaden der Umwelt. Und die Rückstände der Pestizide, insbesondere bei Tomaten und anderen Produkten, sind vorhanden. Das führt natürlich zu Sorgen um die Lebensmittelsicherheit. Und diese Situation macht deutlich, dass wir stärker reagieren müssen, um die nachhaltigen Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit und die Umwelt und im Allgemeinen die Lebensmittelsicherheit zu mindern. Ich möchte auch auf die Frage eingehen, wer in Kenia am stärksten von der Verwendung hochgefährlicher Pestizide betroffen ist. Die am stärksten vom Einsatz hochgefährlicher Pestizide in Kenia betroffenen Gruppen sind die Kleinbauern, die ländlichen Gemeinden und die Randgruppen, zu denen Frauen und Kinder gehören. Diese gefährdeten Gruppen sind mit akuten und chronischen Gesundheitsschäden durch die Pestizide konfrontiert. Und unsere retrospektive Studie im Kenyatta-Krankenhaus, das ist unser nationales Referenzkrankenhaus, ergab, dass 43% der häufigsten Vergiftungsfälle auf Pestizidvergiftungen zurückzuführen sind. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und die Kleinbauern, die einen großen Teil der Bevölkerung ausmachen, denen fehlt es an Wissen, an Ressourcen
und an Zugang zu Schutzausrüstung, sodass es eine große Herausforderung ist, geeignete Maßnahmen zur Risikominderung umzusetzen. Und hinzu kommt noch, dass die finanzielle Belastung durch den Kauf von Pestiziden den Zugang zu wichtigen anderen Ressourcen einschränkt. Dadurch wird der Kreislauf der Armut fortgesetzt und eine nachhaltige Landwirtschaft behindert. Mit anderen Worten, es handelt sich um teure Betriebsmittel, also diese Pestizide, die sich auf die Landwirte auswirken, indem sie ihre Produktionskosten in die Höhe treiben. Und ja, sie sind weiterhin auf diese Betriebsmittel angewiesen, weil sie davon ausgehen, dass sie höhere Erträge, also in Anführungsstrichen höhere Erträge, erzielen. Lassen Sie mich abschließend, und das ist nicht das geringste Problem, auf den politischen Erfolg eingehen, den wir in Kenia in der jüngsten Vergangenheit im Hinblick auf die Regulierung von Pestiziden erzielt haben. Im vergangenen Jahr hat die kenianische Regierung eine Liste von 7 Wirkstoffen herausgegeben, darunter auch Chlorodaurolein und Chloropyrifos, die bis zum 31. Dezember dieses Jahres, also 2024, verboten werden. Und das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Als Stiftung erkennen wir die Regierung für diesen Schritt an und begrüßen ihn sehr. Aber es gibt natürlich noch andere Herausforderungen, die auch angegangen werden müssen. Dazu gehört der Mangel an öffentlich zugänglichen und nationalen Pestiziddaten und die unzureichende Ausführlichkeit bei den Kontroll- und Überwachungssystemen. Also die sind nicht ausreichend. Und diese Lücken machen klar, dass zwei erste Schritte unternommen wurden, aber noch viele weitere Schritte erforderlich sind. Zum Beispiel die Schaffung eines robusten Regulierungsmechanismus, die Verbesserung der Datentransparenz und auch eine strikte Durchsetzung und auch Verbreitung, eine strenge Durchsetzung, Entschuldigung, um die Verbreitung und Verwendung der HHPs, der hochgefährlichen Pestizide, wirksam anzugehen. Ja, vielen Dank an Harun für diese in Teilen doch aufmunternden Worte. Immerhin, wie er erwähnt hat, wurden 7 Wirkstoffe jetzt gerade angekündigt, dass sie vom Markt genommen werden in Kenia. Ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ich möchte jetzt übergeben zu Larissa Bombardi. Larissa hat kürzlich ein Buch verfasst, ein neues Buch, Agrarchemie und der sogenannte chemische Kolonialismus. Genau, ich hatte das Glück, dieses Buch irgendwie durch meine Kollegin im Brasilienbüro, die das, die Veröffentlichung auch unterstützt haben, schon lesen zu dürfen. Und ja, Larissa wird uns jetzt erzählen, was sie mit diesem Begriff chemischer Kolonialismus meint, wie eben der Pestizideinsatz in Brasilien mit dem Kolonialismus und auch Kapitalismus, dem kapitalistischen Agrarsystem zusammenhängt und wie auch das Verhältnis vom Pestizideinsatz in Brasilien, wie das zusammenhängt mit der Europäischen Union. Larissa, du hast das Wort. Thank you. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Also, was ist jetzt chemischer Kolonialismus? Warum spreche ich über den chemischen Kolonialismus? Also, das ist das Buchcover, das Laura Ihnen ja schon gezeigt hat. Und hier wollte ich gerne diese Karte zeigen. Es geht hier um die Pestizidexporte. Und wie Sie sehen können, kontrolliert die EU ungefähr 1/3 der weltweiten Pestizidexporte. Aber wenn wir uns anschauen, wo diese Pestizide hin exportiert werden, dann werden sie hauptsächlich in den globalen Süden exportiert. Und in Afrika sehen wir einen Zuwachs. Aber bisher ist es so, dass Lateinamerika quasi der wichtigste Absatzmarkt für diese Produkte war.
Und es wurde ja schon heute Morgen gesagt, die Europäische Union hat die restriktivsten Gesetze in Bezug auf Pestizide. Und wie man hier sehen kann, hier gibt es ein rotes Band, also 269 Pestizide wurden bereits verboten in der EU, aber in der übrigen Welt wurden nicht einmal ein Drittel davon verboten. Und Brasilien ist einer der Hauptmärkte für diese verbotenen Pestizide. Die Europäische Union, und ich weiß, dass das auch Sorgen hier hervorruft, wenn wir uns aber die Situation in Brasilien anschauen dann und an die, auf diese Grafik schauen, dann sehen wir, dass die Europäische Union ungefähr 5% weniger verkauft an Pestiziden als vor 10 Jahren. Aber in Brasilien ist der Gesamtverkauf angestiegen um 78% in dem gleichen Zeitraum. Das heißt, diese Unternehmen, die verkaufen die Pestizide oder nicht mehr so viele Pestizide, aber der Markt wächst Jahr für Jahr und die Pestizide werden einfach irgendwo anders hin exportiert, nämlich in den globalen Süden. Und das ist einer der Gründe, warum wir diesen Prozess jetzt chemischen Kolonialismus nennen. Das ist einer der Gründe. Das sind einfach doppelte Standards. Es gibt 3 Hauptgründe, warum ich das chemischen Kolonialismus nenne. Und hier ist ein weiteres Beispiel für diese Doppelstandards. Denn hier haben wir die Top 10 Pestizide, die in Brasilien verkauft werden. Und von den 10 sind 5 innerhalb der EU verboten. Und Brasilien ist der Hauptabnehmer dieser Pestizide. Das heißt, dadurch bekommen wir eine Vorstellung, was hier eigentlich passiert. Und das ist jetzt der Fall von Atrazin, eines der verbotenen Pestizide, das auch in Brasilien verkauft wird. Und das geht einher mit sehr vielen Gesundheitsschädigungen, ernsthaften Gesundheitsschädigungen. Wir sprechen hier über verschiedene Krebsarten, Unfruchtbarkeit. Wir sprechen über endokrine Disruptoren. Also das ist ein endokriner Disruptor. Hier haben wir einen weiteren Doppelstandard. Wenn wir über Rückstände sprechen, da haben wir beispielsweise Carbaryl und da geht es um Säugetiere. Das ist wiederum ein endokriner Disruptor für Säugetiere. Und in Brasilien dürfen wir 200 Mal so hohe Rückstandswerte, Grenzwerte haben wie in der EU. Und hier haben wir Chlorothalonil, das ist ein Fungizid, ebenfalls ein endokriner Disruptor. Und ich kann Ihnen 100 schockierende weitere Beispiele nennen, die genauso aussehen. Es gibt Orte in Brasilien, wo Kinder früh in die Pubertät kommen. Und wenn wir über die frühe Pubertät sprechen, dann spreche ich von 2-jährigen Mädchen, bei denen sich bereits Brüste entwickeln und Schamhaare entwickeln. Also nur, um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, was chemischer Kolonialismus bedeutet. Hier ein weiteres Beispiel und hier noch ein Beispiel, Chlorothalonil, 600-fache Grenzwerte gegenüber der EU, größere Rückstände in Salat, der erlaubt ist. Und aus meiner Sicht ist das hier das beeindruckendste Beispiel, aber wir sprechen ja auch eben oft von Glyphosat mit all seinen Auswirkungen und Folgen. Und im Trinkwasser erlaubt Brasilien einen 5000-fach höheren Grenzwert als in der EU. Das heißt, es ist ein Problem, was wirklich weitreichend ist im ganzen Land. Das hat Einfluss auf unsere Biodiversität, auf die Mikroorganismen und so weiter. Hier haben wir jetzt Atrazin noch einmal, nur um ein weiteres Beispiel zu nennen. Und mit Blick auf die Biodiversität muss man sagen, dass Atrazin
den Verbrauch um mehr als 500% in den vergangenen 10 Jahren angestiegen ist. Und die Amazonas-Region ist der Bereich, wo die Zunahme am stärksten ist im Land. Also was passiert hier, wenn wir jetzt über die Menschen sprechen? Die Anzahl der Menschen, die im Land Vergiftungen erlitten haben, ist um mehr als 100% in den letzten Jahren angestiegen. Und am stärksten betroffen sind Kinder und auch Babys, die unter einem Jahr alt sind und schon Vergiftungserscheinungen aufweisen. Hier haben wir 500 Babys beispielsweise, die schon Vergiftungen erlitten haben. Das kann heißen, dass eigentlich mehr als 2000 Babys Vergiftungen haben, weil natürlich nicht alle Fälle berichtet werden. Also die Dunkelziffer ist sehr hoch. Auch schwangere Frauen sind natürlich betroffen und so weiter. Das bedeutet, dass zukünftige Generationen auch die Auswirkungen zu spüren bekommen, noch bevor sie überhaupt geboren wurden. Und dann ist noch die Frage, wer ist insgesamt am stärksten betroffen? Und da haben wir festgestellt, dass indigene Menschen am stärksten betroffen sind von Pestizidvergiftungen. Hier ist jetzt der dritte Aspekt, wenn wir jetzt über chemischen Kolonialismus sprechen. Denn der klassische Kolonialismus aus dem 16., 17., 18. Jahrhundert, wenn wir über diesen klassischen Kolonialismus, den historischen Kolonialismus sprechen, dann sprechen wir über die physische Gewalt, die Vertreibungen, die Morde, die Tötungen. Aber das waren eben physische, das war physische Gewalt. Und jetzt haben wir eben diese chemische Gewalt. Und ich denke, das ist wichtig, das zu erwähnen, dass wir über Landkonflikte sprechen, über Konflikte zwischen indigenen Menschen und den Bauern, den Landwirten, den Viehzüchtern, und sie verpesten die Landstriche mit Monokulturen sozusagen. Die großen Großgrundbesitzer üben Druck aus auf diese Gemeinden, die es dort gibt. Und eine der Waffen, die sie benutzen, sind Pestizide. Und das ist ein weiteres Beispiel. Das ist ein Fall aus Brasilien, Mato Grosso do Sul. Und im Hintergrund sehen wir noch Gebiete, wo indigene Gemeinden leben. Und hier haben wir ein Kind, das auch vergiftet wurde. Dieses Fungizid wird ironischerweise nativo, also wie in native, also ursprünglich oder nativ, genannt. Und es wird von Bayer verkauft. Und um das Ganze abzuschließen, also hier haben wir jetzt eine Karte über das Sprühen aus der Luft. Und das wird, wie gesagt, auch bei Landkonflikten eingesetzt. Und deshalb denke ich, kann ich über chemischen Kolonialismus sprechen und das so bezeichnen. Und ich denke, wir müssen wirklich einen internationalen Rahmen bilden zum Thema Pestizide, mit dem Ziel, nicht nur den Einsatz von Pestiziden zu verringern. Ich weiß nicht, wie oft wir das natürlich noch diskutieren müssen, aber wir müssen einfach ganz aufhören mit dem Einsatz. Also der Hunger nimmt ja zu, trotz des Pestizideinsatzes. Eigentlich geht es beim Pestizideinsatz also nur um das Geschäft. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Larissa. Ich glaube, diese Zahlen und Fakten sind für alle hier sehr beeindruckend, im negativen Sinn natürlich. Und ich glaube, es wird deutlich, dass es bei den Doppelstandards zwischen den Pestiziden, die in der EU nicht genehmigt sind und in Ländern wie Brasilien angewandt sind, dass es eben auch um die Fragen der Regulierung vor Ort geht, die an diesen Beispielen der Rückstandshöchstgehalte sehr, sehr deutlich wird. Vielen Dank dafür.
Wir machen jetzt hier noch eine kurze Runde an kleinen Fragen, die ich an euch alle hier auf dem Panel habe. Und dann möchten wir die Diskussion noch öffnen für auch Fragen, Beiträge aus dem Publikum. Ich fange mal mit dir an, Martin. Jetzt haben wir, glaube ich, genügend Evidenz gehört, warum es eine stärkere Pestizidregulierung braucht. Du bist in deiner Begrüßung schon kurz darauf eingegangen, aber kannst du noch mal schildern, woran hapert es denn? Was sind die Widerstände? Warum haben wir keine strengere Regulierung? Gerade auch, was die Doppelstandards angeht, aber auch, was eben die Pestizidreduktion innerhalb der EU angeht. Ja, ich selber verzichte ja auf meinem Betrieb seit jetzt 35 Jahren auf Pestizide. Ich kenne mich mit den Namen nicht mehr so aus, aber es ist klar, und das zeigt ja jeder Biobetrieb, es geht auch ohne. Aber auf der anderen Seite, und das habe ich ja gemerkt bei den Auseinandersetzungen um die Sur, steht da natürlich hinter nicht nur ein Bauernverband, ein Copacoceca, der an dem jetzigen Geschäftsmodell gerne auch weiter profitiert davon, weil ein Herr Ruckwitt, der sich hinstellt als Bauernführer, sitzt natürlich in diesen Gremien, also sitzt ja auch bei Bayer im Aufsichtsrat. Das muss man auch mal deutlich machen. Es gibt da eine enge Verknüpfung von Pestizidindustrie, Bauernverbandslobby, und die argumentieren übrigens in Brüssel ganz gleich. Das Lustige dabei ist, dass sie argumentieren mit, wir müssen noch die Welt ernähren. Und was in Brasilien passiert mit dem Soja, das dient ja nicht der Welternährung, sondern vielleicht indirekt, aber das kommt ja bei uns als Futtermittel auf. In erster Linie auf dient der Schweine- und Rinder- und Hühnerfütterung. Also es hat ja mit Welternährung nichts zu tun. Aber dieses Argument, was man jetzt auch gerade nach dem Ukraine-Krieg jetzt wieder dauernd rauswirft, und gestern hat das Ruckwitt in seiner Rede bei der Eröffnung der IGW auch wieder gesagt, wir müssen doch die Welt ernähren und dazu brauchen wir das alles. Ich habe ganz zu Beginn gesagt, wir können sowieso auf ganz viele verzichten, ja? Aber dass wir, dass bei uns sozusagen die Industrie Argumente in den Raum wirft, die eigentlich gar nicht mehr haltbar sind, und dass wir im Parlament erleben, dass diese Argumente auch noch ankommen, das erschreckt mich ein Stück weit. Also, weil am Anfang gesagt wurde, ja, wenn du mit den Bauern redest, die sagen, na, ist doch zugelassen, ist doch alles sicher, ist doch geprüft, die EU hat doch ein Siegel dran gemacht. Da kann ich nochmal sagen, die hat schon mal auf ganz viele Sachen ein Siegel drauf gemacht, die hat auch mal ein DDT-Siegel drauf gemacht, die hat alle diese Stoffe, die jetzt verboten sind, die 200, haben sie irgendwann mal ein Siegel drauf gemacht und haben nach 20 Jahren immer gemerkt, huch, war ja doch schädlicher. Also das Thema Neonicotinoide ist ja noch gar nicht so alt, ist jetzt seit ein paar Jahren verboten. Aber bis kurz vor Schluss hat man noch behauptet, ja, die Effekte sind vernachlässigbar. Das heißt, der ganze Zulassungsprozess ist nach wie vor in der Europäischen Union auch schlecht. Und das sich auch vielleicht an Glyphosat zeigt, ne? Ja, am Glyphosat, das ist ja so das beste Beispiel dafür. Wir haben ja lange jetzt wieder gestritten und dann kommt die EFSA und sagt, ja, wir haben, weiß ich, Tausende von Studien geprüft, und Tausende von Studien sagen, alles prima. Man muss halt wissen, woher die Studien kommen. Die EFSA hat ja nie eine eigene Studie angefertigt. Das sind alles Industriestudien, die geprüft werden. Und diese Industriestudien, wer macht die? Die Industrie. Und natürlich werden die nicht was auf den Tisch legen, was kritisch ist. Trotzdem, und das hat die EFSA dann selber zugeben müssen im Prozess, gibt es eine Menge offene Punkte. Also, du hast es angesprochen, was hat das für Effekte auf den Boden, was hat das für Effekte auf die Gewässerökologie. All das ist nicht geklärt und trotzdem stellt sich die EFSA am Ende hin und sagt, ja, wenn man mal das große Bild nimmt, dann ist es doch eigentlich ungefährlich. Und wie viele Leute sind schon dran gestorben an Glyphosat? Keiner, oder? Also man muss immer den 120-prozentigen Beweis bringen, dass irgendwas gefährlich ist. Und dass man nicht sagt, und das ist sozusagen der große Mangel der europäischen Gesetzgebung, wir haben ein Vorsorgeprinzip. Ich muss nicht erst beweisen, dass Leute tot vom Schleppbar fallen oder Kinder sterben. Ich muss ein Risiko feststellen und das Risiko muss dann auch dazu führen, dass wir handeln. Und was jetzt für eine Geschichte erzählt wird, das ist ja noch doller, dass jetzt gesagt wird, ja, um auf Pestizide verzichten zu können, brauchen wir die Gentechnik. Und ich glaube, dazu könnte Brasilien einiges auch zu sagen, dass gentechnisch veränderte Pflanzen nicht weniger Pestizideinsatz zur Folge haben, sondern mehr Pestizideinsatz. Trotzdem wird die Story erzählt, Gentechnik führt dazu, dass wir weniger Pestizide einsetzen. Also es läuft eine Verdummungskampagne, wo man nur schwer was gegensetzen kann. Also alle, die hier sitzen, versuchen das auch in den Gremien in Brüssel. Aber wenn ich mir die
gerade bei Glyphosat wieder anschaue, wer hat denn da Zugang zur Kommission, dann sind es nicht die NGOs, sondern die Vertreter der Industrie, die erstmal Zugang zur Kommission haben. Und bevor die Kommission dann handelt, waren da schon mal alle vorstellig. Und das ist ja auch, ich habe es vorhin auch gesagt, warum jetzt wir uns so schwer tun bei dem Ausfuhrverbot für gefährlichste Pestizide, ist natürlich, und wir haben es ja an Beispiel Kenia und kann man genauso gut auf Brasilien und andere Länder genauso abspielen, es ist der Zukunftsmarkt. Das sagen ja auch Leute von Bayer. Ja, in Europa wird es rückwärts geben im Pestizidverkauf. Sie haben ja nicht umsonst Monsanto gekauft, weil der Zukunftsmarkt ist Südamerika, ist Afrika, ist halt Asien und da investieren sie rein. Europa ist im Grunde für sie schon, ja, haben wir keine Steigerungsraten mehr und da wird nichts mehr investiert. Und das ist sozusagen das Problem, was wir in Brüssel haben, ist diese gigantische Lobby. Ich rede sonst immer ungern von Lobbyisten, weil sie haben eine Funktion. Nur das absolute Missverhältnis von Lobbyisten aus der chemischen Industrie gegenüber den NGOs, das macht mir halt Sorgen. Und das hat dazu geführt, dass dieser Prozess der SUR, also wir haben ja eigentlich, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, du hast es gesagt, dass wir eigentlich eine Regelung haben, die genau dem entspricht, was in der SUR jetzt passieren soll. Nur die ist freiwillig und diese freiwilligen Regelungen, die bringen halt nichts. Noch nicht mal Deutschland hat die Daten korrekt auf den Tisch gelegt und deshalb brauchen wir verbindliche Regeln, ein klares Ziel. Und das sage ich, wenn Europa das nicht schafft, dann können wir nicht in andere Länder gehen und können sagen, na macht ihr doch weniger. Oder oft gesagt, integrierter Pflanzenbau, ja. Das ist kein Hexenwerk. Ich in meiner Ausbildung, das weiß ich noch, habe ich das auch schon gelernt. Integrierten Pflanzenbau nach Schadschwellen. Ja, wer macht das? Wer kontrolliert das? Kein Mensch kontrolliert das bei den Bauern, sondern jeder Bauer in Deutschland, in Europa, kann nach seinem eigenen Gutdünken, ob er Pestizide einsetzen, ob er meint, es gibt einen Nutzen für ihn. Und wir haben auch keinen. Es sind da einige Bauern hier, die da draußen sind und kontrollieren das auch vor Ort. Also ich glaube, es gibt auch einen riesen Graubereich von der Anwendung her, weil jeder Bauer kann diese Pestizide bei Raiffeisen kaufen, nimmt sie dann, wie er die einsetzt und in welchem Umfang, behaupte ich mal, gibt es kaum eine Kontrolle. Danke, Martin, für die Einordnung. Kurz zusammengefasst, die Pestizid- und Bauernverbandslobby ist das größte Problem. Ich erinnere auch, am Montag hatten wir hier die Vorstellung des Bodenatlas. Auch da wurde vom Vertreter des Bauernverbands nochmal vorgetragen, wir brauchen Glyphosat als Tool im Bodenschutz, weil dann die fluglose Bearbeitung möglich ist. Ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr tief verankert. Wir bleiben tatsächlich auch beim Thema Glyphosat. Susan, ich würde dich gerne fragen, die Heinrich-Böll-Stiftung, wir haben vor 2 Tagen ein Rechtsgutachten herausgegeben von Ida Westphal, das nochmal Möglichkeiten aufzeigt, wie trotz dieser Wiedergenehmigung von Glyphosat auf der EU-Ebene die Bundesregierung hier tätig werden könnte mit verschiedenen rechtlichen Möglichkeiten, um den Einsatz von Glyphosat zu verbieten oder größtenteils oder großflächig einzuschränken. Und das Pestizidaktionsnetzwerk hat sich auch dazu geäußert. Wie bewertest du das? Also welche Möglichkeiten gibt es tatsächlich mit Blick auf die Bundesregierung, hier den Einsatz von Glyphosat noch einzuschränken? Ja, danke, Lena. Ich möchte ganz kurz etwas größer ausholen. Glyphosat ist wieder genehmigt worden. Es gab viele Diskussionen um die Wirkung auf die Biodiversität, aber insbesondere auf die Krebswirkung von Glyphosat. Und da wurde immer wieder gesagt, jetzt müssen wir doch endlich mal Ruhe geben, die da immer meinen, das sei es doch jetzt bewiesen, Schluss. Und die IARC, also die Krebsagentur der Weltgesundheitsorganisation, die Glyphosat ja als krebserregend für den Menschen eingestuft hat, das ist eine Eintagsfliege, guck doch. Aber das stimmt nicht. Also es gibt einen Gerichtsbeschluss in den USA, der die EPA, die Zulassungsbehörde in den USA, EPA zwingt, Glyphosatbewertung zu erneuern. Es gibt INSERM, das ist ein französisches Forschungsinstitut, was 2 Ministerien untersteht, die auch sagen, ja, es gibt, die anerkennen, dass es Krebswirkung gibt von Glyphosat. Die machen nur leider keine Einstufung. Die machen nicht diese Einstufung mit 1a oder 1b oder so, die,
die wird sozusagen für die, das ist die Einstufung, was die ECHA macht, damit das dann sozusagen verboten werden kann auf EU-Ebene. Aber ich wollte noch mal sagen, also es ist nach wie vor, aus unserer Sicht haben die EU-Behörden Belege ignoriert und haben die Krebseffekte verzerrt dargestellt und sind somit zu dem falschen Beschluss sozusagen gekommen, Glyphosat sei nicht krebserregend. Ich wollte das ganz gerne nochmal hier, weil das öfter anders dargestellt wird, auch was schon angesprochen wird, sind die gehäuften Erkenntnisse über die Wirkung von Glyphosat auf das Mikrobiom. Es gibt erschreckende Studien von Medizinern, die Kinder untersucht haben. Genauso gibt es Untersuchungen von Wirkung auf das Mikrobiom von Bestäubern und auch auf den Boden hat das Auswirkungen. Also noch gepaart damit, dass Glyphosat eines der mengenmäßig am meisten eingesetzten Herbizide einfach ist, haben wir damit ein Problem und es dient sicherlich nicht dem Bodenschutz. Das dazu. Es ist ja wieder genehmigt worden, aber wer da mal in diese Durchführungsverordnung der EU geguckt hat, das ist ja ganz interessant für Glyphosat, weil das ist eine Tabelle und eine Riesenliste, wo die Mitgliedstaaten angewiesen werden, was sie denn, wenn sie jetzt so eine Gesamtbewertung machen, alles beachten sollen. Das geht um die Exposition der Verbraucher, es geht um den Schutz des Grundwassers, Schutz kleiner pflanzenfressender Säuger, indirekte Auswirkungen auf die Biodiversität und, und. Also die EU weiß schon, dass es Probleme gibt mit diesem Wirkstoff und jetzt wird gerade die Verantwortung auf die Mitgliedstaaten gegeben. Ne? Also aus unserer Sicht geht das gegen die Harmonisierung, die wir eigentlich wünschen. Es besteht auch die Gefahr, dass Länder gegeneinander ausgespielt werden oder auch Betriebe gegeneinander ausgespielt werden. Das wollte ich eingangs sagen. Und alle Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, auch wenn ein Wirkstoff auf EU-Ebene genehmigt ist, sind ja alle Länder verpflichtet, die Zulassung nochmal von den Produkten zu prüfen auf nationaler Ebene und sowohl die allgemeine Zulassungsverordnung als auch jetzt die Durchführungsverordnung sieht da Möglichkeiten, wenn es wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, wenn es die Situation, also die regionale Situation eben anders ist oder wenn es spezifische Gegebenheiten gibt, Produkte zu verbieten, Produkte einzuschränken oder ganz strenge Anwendungsauflagen zu schicken. Und das ist auch das, was auch in dem Gutachten rauskommt. Es wird ja oft gesagt, ja, das kann ein Nationalstaat nicht, guckt euch doch Luxemburg an, ne? Die sind ja gescheitert. Die sind gescheitert, weil sie eine politische Begründung reingeschrieben haben. Und das sieht die Zulassungsverordnung nicht vor, sondern das muss eine wissenschaftliche Begründung sein. Und für eine wissenschaftliche Begründung, also daran hapert es nun gar nicht. Und ich denke, da ist Deutschland aufgerufen, hier die Möglichkeiten zu nutzen und hat auch die Verpflichtung, ihre Sorgfaltspflicht gegenüber den Anwenderinnen und gegenüber allen, die hier auch leben. Danke. Danke, Susan, für die Einordnung. Genau, Luxemburg ist das eine Beispiel, das andere ist noch Österreich. Carsten, kannst du noch mal auf Glyphosat als Perspektive des Schutzes der Artenvielfalt eingehen? Wir haben ja jetzt kurz schon gehört, die Bedeutung für die Böden. Wie ordnest du das ein? Ja, also Glyphosat ist ja nur einer von ganz vielen Produkten, Wirkstoffen, die dort enthalten sind. Und letztendlich trifft man wenig Landwirte, die ein Chemiestudium gemacht haben. Das mag sie geben, weiß ich nicht genau, aber wenn man solche Stoffe in die Umwelt bringt, dann müsste man eigentlich zuvor ja untersuchen, welche Stoffe sind denn vorher schon da. Welchen Cocktail rührt man eigentlich dann an auf dem Feld und in den Gewässern? Ich beobachte derzeit, die Hochwasserlage hat sich ein bisschen entschärft, aber die Landwirte sind jetzt auf der Straße, werden irgendwann wieder aufs Feld. Und ob die Böden dann so weit abgetrocknet sind, dass diese Stoffe, die man ausbringt, da nicht einen schnellen Pfad in das Grundwasser, in den Grundwasserkörper bekommen,
Das muss sich jeder Landwirt natürlich auch immer fragen. Und selbstverständlich gibt es Beratungen, die Landwirtschaftskammern, es gibt auch, also nicht jeder darf ja jeden Stoff so einfach, es gibt schon da so gewisse Auflagen und man muss Nachweis erbringen, der aber, naja, manche bestellen den sich aus dem Internet, habe ich den Eindruck. Und das ist leider das Problem, dass wir eben auch bei Glyphosat gar nicht genau wissen, in welcher Wechselwirkung es mit anderen Stoffen, die im Boden natürlich vorkommen oder eben schon dort eingebracht worden sind, wie diese chemischen Reaktionen dann zustande kommen. Und die Böden sind sehr komplex. Als Bodenkundler wundert man sich, wenn man einen Bohrstock in den Boden treibt und 5 Meter weitergeht, sieht das schon wieder anders aus. Also es gibt nie irgendwo den identischen Boden zweimal, sondern das ist immer wieder kleinräumig unterschiedlich. Poren und im letzten Jahr war ja diese Gruppe von Böden, also die Boden des Jahres, der landwirtschaftliche Boden oder der Ackerboden. Und da bin ich auf einer Tagung gewesen und habe da auch viel mit praktizierenden Landwirten zu tun gehabt. Also es gibt ja viele Landwirte, die das Problem auch erkannt haben. Aber letztendlich haben sie sich in eine Zwickmühle begeben, weil sie natürlich gewisse Erträge erwirtschaften müssen, aber da es auch anders geht, hat ja jeder Landwirt auch die Wahl. Und ich beobachte schon, dass gerade bei den jüngeren Landwirten auch der Trend dahin geht, andere Möglichkeiten zu nutzen, die Fruchtfolge wieder breiter aufzustellen, weil das ist ja auch ein Problem. Wenn man natürlich Mais nach Mais und dann fällt einem wieder nichts ein, dann nimmt man nochmal Mais. Das kann den Böden nicht gut tun, das wird auch dem Einsatz von Glyphosat und anderen Stoffen letztendlich nicht Vorschub leisten, weil wir da auch an Probleme stoßen. Und irgendwann die Resistenzen haben wir noch nicht angesprochen. Das ist ja auch etwas, wo man ja, das Grauen kriegen kann, wenn immer mehr Pflanzen plötzlich auch Resistenzen zeigen und gegen diese hochwirksamen Breitbandwirkstoffe plötzlich resistent sind. Was macht das eigentlich im Boden dann mit Organismen? Und ich, es wurde eingangs gesagt, bin da seit über 20 Jahren in so einem Forschungsteam, werte da die Ergebnisse gar nicht selber aus, aber ich bin dabei, Daten mitzuerheben. Und wir haben die Mariensäugetiere. Und dieses Institut ist auch eben angegliedert an der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. Die haben dann Totfunde von Robben und Schweinswalen auf dem Tisch und nehmen Proben. Und diese Ergebnisse kann man sich anschauen. Die werden dann veröffentlicht. In der Nahrungskette sind die Tiere ziemlich weit hinten, so wie der Mensch auch. Aber die Anreicherung in diesen Fettgeweben oder in anderen Organen, das ist schon auch ein Problem. Also ich bin kein Tierarzt, insofern will ich mich da jetzt nicht weiter drauf einlassen, aber die Kollegen, wenn ich sie frage, wie ist es denn mit der Belastung von diesen Wirkstoffen, findet man Glyphosat in solchen Tieren, dann findet man schon auch gruselige Forschungsergebnisse und deswegen, wir müssen weiter forschen, wir müssen besser werden, aber wir können das Vorsorgeprinzip nicht aufgeben. Und das passiert aber gerade. Und auch Stichwort neue Gentechnik. Es ist ja jetzt gerade so, als wenn das die Weltrettung wäre, wird es von einigen dargestellt. Aber letztendlich führt es dazu, dass Landwirte sich nochmal an einen Tropf begeben, wie ein Patient im Krankenhaus. Und das kann es ja nicht sein. Also ich glaube, wir müssen da wieder neue Wege, wir müssen wieder uns besinnen auf die Praxis, die unsere Vorväter und Generationen vor uns eben auch gemacht haben, Züchtung, ja klar, hat niemand was dagegen, aber jetzt mit der Genschere da manipulieren, um Dinge zu kreieren, deren Folgewirkungen wir auch nicht absehen können. Also trotz aller KI und allem, ich mache gleich einen Punkt, es wird uns nicht gelingen, die natürlichen Lebensgrundlagen irgendwie mit einem 3D-Drucker zu ersetzen. Danke.
Danke, Carsten. Also ich nehme mit für den Bodenschutz besser vielfältige Fruchtfolgen als Glyphosat. Das war jetzt auch schon eine super Überleitung des Zurückbesinnens. Wir wollen jetzt auch ein bisschen in Richtung Lösung blicken. Und Larissa, ich möchte dich dazu einladen, ein bisschen zu berichten aus der Agrarökologie-Bewegung in Brasilien. Denn auf der einen Seite haben wir diese erschreckenden Zahlen gehört, dass Brasilien Weltmeister im Pestizideinsatz ist, aber gleichzeitig eben auch Vorreiter in der Agrarökologiebewegung. Und einerseits gab es im November einen großen Agrarökologie-Kongress in Brasilien mit, ich habe gehört, 10.000 Teilnehmenden, wahnsinnig. Und wir haben auch gestern in der Diskussion noch von Stieg Tanzmann von Brot für die Welt gehört, dass es auch noch im, ich glaube, Anfang Dezember ein Treffen des brasilianischen Ernährungsrats gab, Conseia, unglaublich erfolgreich, die tolle, konkrete Vorschläge entwickeln, wie eben auch Nachfrage geschaffen werden kann für diese agrarökologischen Produkte. Vielleicht kannst du uns da noch mehr erzählen. Und ganz kurz noch der Hinweis, ich weiß, du hast noch Folien mitgebracht, ich glaube, ich würde jetzt hier kurz abschließen, aber wir können gerne im Nachgang alle Präsentationen und auch die Links zu den Studien zur Verfügung stellen. Also Larissa, was können wir lernen von Brasilien in puncto Agrarökologie ohne Pestizide? So, just to be sure if I well understood, afterwards I have the opportunity to show. So, ich kann danach also noch ein paar Bilder zeigen oder soll ich die jetzt zeigen? Habe ich es richtig verstanden? Wir können alle Folien im Nachgang teilen, dass die Teilnehmenden die Folien bekommen und machen es jetzt etwas kürzer. Okay, because I have good pictures to show. Weil ich hätte jetzt wirklich gute Bilder, die würde ich Ihnen natürlich gerne zeigen. Das geht auch später, aber ich weiß ja aus eigener Erfahrung, wenn man diese Bilder sieht, dann ist man immer ein bisschen mehr bewilligt, etwas zu tun, etwas zu bewegen. In Brasilien gibt es eine wirklich wichtige, gute Bewegung. Ich glaube, diese soziale Technologie muss exportiert werden. Nee, waren Witze. Aber es gibt natürlich wichtige soziale Bewegungen. Das ist MPST. Und das ist die Bewegung der landlosen Landarbeiter, MST. Und sie fordern, dass Biobauern stärker Beachtung finden. Und da gibt es wirklich gute Fortschritte im Bereich der Agroökologie. Und ich würde auch fast sagen, dass die Frauen da die Hauptdarsteller sind. Sie haben sich dem konventionellen Modell widersetzt. Sie sehen das ständig im täglichen Leben. Wenn man über Kleinbauern spricht, also wenn man sich anschaut, welche kleine Gebiete, Quilombolas sind, diese Kleinbauern, die ihre Ursprünge gehen zurück auf die afrikanischen Slaven. Das heißt, sie sind nach wie vor auf ihrem Land und haben sehr viele Werkzeuge entwickelt. Es gibt da sehr viel indigenes Wissen, wie man nachhaltig anbaut und eine nachhaltige Landwirtschaft möglich macht. El Valle do Ribeira, das ist im Staat São Paulo, das ist ein Tal, oder in Cerrado, das ist die brasilianische Savanne. Es gibt also viele Gebiete, auch das Amazonasgebiet. Das heißt, wir haben sehr viele verschiedene Biome, wo gute Erfahrungen gemacht wurden mit diesem indigenen Wissen. Und auf dem letzten Agroökologie-Kongress, wie Lena gerade sagte, waren mehr als 5.000 Menschen vor Ort in Rio de Janeiro, um sich über das Thema auszutauschen. Es ist tatsächlich eine wirklich große Bewegung, die man in Brasilien beobachten kann. Und die Frauen sagen auch, dass es ohne Feminismus keine Agroökologie geben könnte. Es ist eine wirklich riesige Bewegung. Da gibt es verschiedene Plattformen des Austausches mit
der indigenen Bevölkerung und sagen wir mal der allgemeinen oder konventionellen Form des Anbaus. Es gibt ein nationales Forum gegen Pestizide, das da einmal Ministerien zusammenbringt, Wissenschaftler und die Zivilbevölkerung. Das ist ein wirklich wichtiges Forum, das dieses Thema voranbringen möchte. Und dort gibt es also viele Möglichkeiten, in den Austausch zu treten. Der Kongress war eines dieser Beispiele, wo man eben nicht getrennt voneinander in Silos arbeitet, wo man sich quasi nicht in verschiedenen Welten befindet. Die Wissenschaftler in ihrem Bereich und die Landwirte in ihrer Welt, sondern dass wir eben alle zusammen an einem Strang ziehen und Agroökologie nach vorn bringen wollen. Vielen Dank, Larissa. Ein sehr mutmachender Ausblick. Silke, ich möchte dich gerne fragen, du hast dich ja als Ökotoxikologin einerseits sehr viel mit Einsatz und Auswirkungen des Einsatzes von Pestiziden eingesetzt, aber eben auch mit den Alternativen und hast da viele Erfahrungen vor allem in Kenia und Südafrika oder auch Nigeria gesammelt. Kannst du uns da auch noch ein paar positive Ausblicke, was funktioniert gut, wie arbeitet da auch Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Politik zusammen, was sind da deine positiven Lehren? Ja, so ein bisschen in die positive Richtung jetzt zu schauen, ist vielleicht auch mal ganz gut. Also ich denke, der Bericht und auch viele andere Studien haben wirklich was bewegt in Kenia. Das Bewusstsein ist wirklich ganz anders geworden gegenüber Pestiziden. Man muss sich das auch mal vorstellen. Also es werden wirklich in den Dörfern teilweise Pestizide zusammen mit Medizin verkauft. In Apotheken, in sogenannten Chemistries, wo auf der rechten Seite die Medizin steht und links die Pestizide. Und ich werde auch nicht vergessen, bei einer Veranstaltung, wo einige Bauern und Bäuerinnen aufgestanden sind mit Tränen in den Augen und gesagt haben, wir wussten nicht, dass das so giftig ist. Und bitte sagt uns, wie wir es anders machen können. Und das war wirklich, das sind wirklich schöne Momente und vor allem auch, also gerade durch diese vielen Studien jetzt und diese Bewusstseinsbildung ist es jetzt auch passiert, dass ein absoluter Run oder ein absoluter Boom auf Bioprodukte von den Städten entstanden ist. Also vor allem Nairobi, aber auch viele andere Städte in Kenia, die jetzt wirklich Bioprodukte haben wollen. Und sehr viele Bauern und Bäuerinnen, die vorab schon Biolandbau betrieben haben, weiten entweder aus oder neue Bauern stellen um. Und ich finde, das zeigt auch, dass es möglich ist. Und sobald ein Markt da ist, passiert es auch. Und ein Beispiel finde ich da wirklich ganz toll, wo es wirklich von den Bauern und Bäuerinnen kam und auch von der Zivilgesellschaft unterstützt, ist ein County, das Counties in Kenia sind so wie Bundesländer hier, ein County, die gesagt haben, okay, wir wollen jetzt eine Agrarökologie-Policy. Es gibt noch keine nationale Strategie in Sachen Agrarökologie und auch nicht in Sachen Biolandbau. Und dieser County zusammen mit den Bauern und Bäuerinnen und der Zivilgesellschaft und der Politik haben entschieden, wir wollen jetzt eine Agrarökologie-Policy. Und das finde ich ist toll. Und das ist jetzt gerade verabschiedet worden. Und viele Counties denken jetzt auch drüber nach, in die Richtung zu gehen. Und dieser County war im Grunde oder ist eine Region, die wirklich sehr viel Gemüse, Reis und Mais anbaut. Und Mais, haben wir ja gesehen, braucht eben momentan diese vielen Pestizide. Aber zurück zu deiner Frage, Lena. Die Erfahrungen, die ich gemacht habe, also es ist unheimlich wichtig, systemisch daran zu gehen, wenn man jetzt den Betrieb oder die landwirtschaftliche Fläche umstellen möchte auf Biolandbau, auf weniger oder sogar auf gar keine Pestizide. Und es reicht jetzt nicht zu sagen, okay, wir möchten jetzt die gefährlichen Pestizide mit Biopestiziden ersetzen. Denn viele Böden sind degradiert. Das heißt, es entstehen schwache Pflanzen, die stark anfällig sind auf Schädlinge und Krankheiten, sodass wirklich das systemisch und ganzheitlich angegangen werden muss. Da reicht es nicht, das eine mit dem anderen zu ersetzen, sondern man muss wirklich den Boden erstmal versuchen aufzubauen mit guten Bodenmanagement-Praktiken wie Mulchen, Zwischensaat, Mischkulturen, aber auch gutes Wassermanagement. Viele Böden sind natürlich trocken und ein wirklich wichtiges Konzept, was wirklich erst in den 2 Jahren wirklich so ein bisschen hochkam, war saisonales Farming. Also Kenia hat 2 Regenzeiten und eigentlich wurde der Mais
durchgehend durch diese beiden Zeiten angebaut. Jetzt ist es so, dass viele Bauern umstellen und sagen, okay, wir wollen jetzt saisonal anbauen. Wir bauen angepasst ans Klima, angepasst an den Regen Sachen an. Und ich denke, das ist auch sehr erfolgreich und es zeigt wirklich, es ist möglich. Also so viele Bauern und Bäuerinnen, die eben ja, auf Bioland umgestiegen sind. Und was auch noch wichtig ist, dass eben absolut viele Schulungszentren auch entstanden sind. Also Bauern und Bäuerinnen bilden andere Bauern und Bäuerinnen aus, weil das Konzept gibt es von der Regierung nicht wirklich unterstützt. Da wird die normalen Extension Officers predigen normale, konventionelle Landwirtschaft, sodass es in die eigene Hände genommen wurde. Und es gibt natürlich auch noch ein extra Einkommen für die Bauern und Bäuerinnen, wenn sie diese Schulungen anbieten. Also ich denke, da gibt es wirklich spannende Bewegungen, wo auch wir viel von lernen können. Vielen Dank, Silke. Mit diesem positiven Ausblick möchte ich gerne hier noch öffnen für Fragen. Ich glaube, es gibt ein Mikro, das rumwandern kann. Und wir sammeln erstmal. Ja, einmal da, Jan Perke, der Herr. Ich bin Jan Perke von der Koalition gegen Beigefahren. Ich habe eine Frage zu Brasilien. Und zwar ist es ja im Moment so, dass so ein Pestizidgesetz in Brasilien so am Laufen ist. Das ist schon sehr alt und das liegt jetzt bei der Regierung Lula vor. Durch den Senat ist es gekommen, durch den Kongress ist es gekommen. Und es sieht sehr große Deregulierung im Pestizidbereich vor, auch schnellere Genehmigungsverfahren. Die Zuständigkeit für Risikoprüfungen soll vom Gesundheitsministerium aufs Landwirtschaftsministerium. Aber der Lula hätte ein Gesamtveto einlegen können, aber er hat kleine Veten eingelegt und er hat zum Beispiel gesagt, das geht gar nicht, dass das Landwirtschaftsministerium so die Risikobewertung vornehmen kann. Und da wollte ich fragen, wie Larissa Bombardi das bewertet, also überhaupt vielleicht die Pestizidpolitik der Regierung Lula. Vielen Dank für die Frage. Wir sammeln noch mal ein, zwei Fragen mehr. Genau, da hinten hatte ich erst eine Frage gesehen. Ja. Karin Ulich, mein Name. Meine Frage bezieht sich auf die Möglichkeit zu klagen. Wenn Menschen so geschädigt werden in Brasilien, in Afrika, gibt es inzwischen einige Klagen, die laufen gegen die Industrie? Möglich wäre es ja, nicht wahr? Danke für die Frage. Ich habe dann hier vorne noch eine Meldung daher und da in der Mitte und dann machen wir einmal kurz. Genau, haben Sie beide auch gesehen. Ja, hier nur ganz kurz, hier sind nur die Beispiele Brasilien, Kenia genannt worden. Ganz schlimm ist das Problem also in den mittelasiatischen Staaten, Usbekistan, Kirgisistan, insbesondere die Baumwollplantagen werden ganz massiv mit Pestiziden eingedeckt. Ist da bekannt, wie weit da auch deutsche Firmen dran verdienen und wie dort die Auswirkungen sind? Dort kommt es wirklich dann auch so Versteppung in diesen Regionen. Danke. Danke. Und die letzte Frage für diese Runde, der Herr in der Mitte, genau. Ja, vielen Dank für diese Veranstaltung. Friedel Fallentief, mein Name, vom Brüsseler Büro von La Via Campesina. Ich habe zwei kleine Fragen. Einmal an Frau Bollmohr. Sie erwähnten das Neem-Extrakt. Wird das importiert oder wird das regional hergestellt oder wo wird es hergestellt? Und dann eine Frage an Herr Häusling. Wir haben das Gefühl, dass die Farm-to-Fork-Strategie ziemlich tot ist und neben New GMOs auch so dieses Versprechen, digitale Techniken, Tools werden Pestizide reduzieren. Teilen Sie die Einstellung und welche Narrative können da dagegen wirken? Okay, sehr gut, vielen Dank. Genau, wir machen gleich noch eine zweite kurze Runde. Es gibt noch weitere Wortmeldungen. Ich weiß, wir hatten einmal die Frage an Larissa zur brasilianischen Pestizidpolitik. So, I'm not sure if also ich bin jetzt nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Wenn nicht, können Sie mich gerne korrigieren. Aber ja, leider ist es so, dass Lula das Giftpaket abgesegnet hat mit einigen Änderungen. Also der Name des Gesetzes, das ist
Gesetz über Agrotoxine. Also in Brasilien gibt es dieses Wort. Das ist ein Wort, was von einem Professor entwickelt wurde, von meiner Universität, von der landwirtschaftlichen Fakultät. Und dieses Wort ist erhalten geblieben. Und er hat auch ein bisschen das Machtgleichgewicht ausgeglichen zwischen den verschiedenen Ministerien, das Kräftegleichgewicht zwischen den Ministerien. Aber das ist auch schon alles. Also ich denke, dass dieses Giftpaket wirklich einen Verlust für uns alle darstellt. Denn das Vorsorgeprinzip beispielsweise ist nicht enthalten in diesem neuen Gesetz. Sie haben einen Ausdruck in dieses neue Gesetz mit eingebracht, dass nämlich Substanzen, die ein akzeptables Risiko bergen, verboten werden könnten, etc., etc. Was bedeutet das jetzt? Was ist ein akzeptables Risiko? Das ist nicht definiert. Also das kennen wir ja aus verschiedenen Bereichen. Ist das jetzt aus Perspektive des Gesetzes gemeint, aus Perspektive der menschlichen Gesundheit oder was bedeutet das am Ende? Also dieser einfache Ausdruck ermöglicht quasi alles. Das ist ein großer Verlust und Lulas Regierung ist gespalten, eine gespaltene Regierung. Und natürlich gibt es einige Verbesserungen, aber ich würde sagen, dass die brasilianische Regierung quasi ja, eine Geisel der Landwirtschaftsindustrie ist, des Agrobusiness ist. Also wenn es beispielsweise jetzt um das Landwirtschaft, das Ministerium für landwirtschaftliche Entwicklung geht, das eine Politik wiederhergestellt hat für Agroökologie und es gibt auch einige Vereinbarungen zwischen den Kleinbauern und den Krankenhäusern, dass quasi aus dem Ökolandbau an die Krankenhäuser Produkte geliefert werden. Das ist natürlich gut, aber das ist zu wenig. Also das ist, ja, die Regierung, würde ich sagen, von Lula ist gespalten. Und letztendlich ist es so, dass wir in Brasilien auch natürlich Pestizidgesetze haben. Und einer dieser Fälle, dieses Gebietes, was mit einem Flugzeug besprüht wurde, über dem Gebiet von Indigenen, dieser Fall ist wirklich an den obersten Gerichtshof weitergereicht worden. Und der Großbauer wurde tatsächlich verklagt von der brasilianischen Regierung in diesem Fall. Also es gibt tatsächlich einige Fälle, wo das passiert, aber das ist natürlich jetzt nicht in der Mehrzahl der Fälle so. Dankeschön. Genau, wir haben noch die sehr konkreten Fragen an Silke zu den Niem-Pestiziden und an Martin zur Digitalisierung. Ja, fangen wir erstmal damit an und dann war noch die Frage zu Zentralasien. Ja, vielleicht auch noch mal ganz kurz zu den Klagen. Also ich weiß auch, dass zum Beispiel indische Bauern, glaube ich, Bauern und Bäuerinnen direkt die Industrie versuchen auch zu verklagen. Aber ich weiß nicht ganz genau, wie das läuft und was dabei schon rausgekommen ist. Aber in Kenia interessieren sich auch mehr und mehr Menschenrechtsorganisationen für die Situation, weil es ist jetzt gerade auch ein großer Fall von Delmonte. Delmonte produziert ja Ananas und nur für den Ananasanbau ist ein bestimmtes Pestizid erlaubt, was hochgiftig ist. Ich weiß es nicht ganz genau, den Wirkstoff ist auch nicht so wichtig. Aber da ist es eben passiert, dass die eben in die Flüsse gekommen sind und Kühe und Ziegen gestorben sind. Und da sind sie jetzt auch dran. Also das sind so Dinge, wo dann auch die Menschenrechtsorganisationen dran sind. Und es gibt ja das Menschenrecht auf angemessene Nahrung und auch auf eine saubere Umwelt, was man dann nutzen kann. Und zu der kurzen Frage, ja, das wird im Land, Niemextrakt wird im Land produziert und ist im Grunde auch das Biozid, was am meisten angewandt wird von den Bauern und Bäuerinnen und wird lokal aus den lokalen Niembäumen, die dort ja auch wachsen, produziert. Ich weiß gerade nicht, Susan, wolltest du zu den Klagen noch was ergänzen? Das sah gerade so aus. Ja, zu den Klagen. Die Schwierigkeit ist ja meist
dass es da die Nachweispflicht liegt dann bei den Geschädigten und das macht es auch sehr schwierig. Das Beispiel von Indien, da gab es unter anderem auch OECD-Complaints sozusagen. Es ging um das unter anderem, es gibt ja mehrere Fälle, aber es gab das Produkt Polo von Syngenta, wo es nachweislich, also es gab nämlich zu Vergiftungen und auch zu einigen Todesfällen geführt hat, mehrere hundert Vergiftungen und das wurde polizeilich erfasst. Es gab also von der Polizei polizeiliche, wie heißt das, Aufnahmen und Dokumentation dieser Fälle. Das war natürlich schon mal eine sehr gute Grundlage und dennoch brauchte es, ich glaube, das ECCAR sitzt ja auch unter anderem in Berlin, hat mit unterstützt. Es gab also, es musste trotzdem noch sehr viel Unterstützung geben und es gab dann im Endeffekt auch, oft ist die Problematik, wenn dann das Unternehmen aber ein international agierendes Unternehmen ist, ne? Wo können sich dann aber lokale Leute hinwenden und so weiter. Es gibt immer mehr Aufmerksamkeit und ich glaube, es wird auch in Zukunft immer mehr Möglichkeiten geben, tatsächlich dann auch juristisch vorzugehen. Das war jetzt ein Beispiel, aber wir sehen es und das ist oft die Vergiftungsfälle, also und bei Umweltvergiftung ist es noch viel schwieriger, aber selbst die, sage ich mal, die Vergiftung von Menschen, die ja zum Teil eben tödlich enden oder im größten Teil nicht tödlich enden, aber dennoch, dass die schlecht dokumentiert sind und dass es kaum sozusagen einen gerichtsfesten Beweis dann hinterher schwarz auf weiß, dass die was haben vom Arzt, vom Hospital, wenn sie überhaupt dahin gekommen sind, wo dann belegt ist und wo dann der Wirkstoff noch drauf genannt ist. Und dann ist immer noch die Frage, der Wirkstoff, der kann ja von der Firma oder von der Firma geliefert sein. Das ist hochkompliziert. Dennoch ist es auf jeden Fall wichtig, wir wissen, dass diese Vergiftungen total unterrapportiert werden. Also was wir an sag ich mal, peer-reviewed Beweisen wirklich wissenschaftlich belegt. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ich weiß nicht, ob Sie das mitverfolgt haben. Im letzten Jahr, im September, fand die große Weltchemikalienkonferenz in Deutschland statt. Auch hier sind hochgefährliche Pestizide und Pestizide ein Thema gewesen. Das ist ein neuer UN-Rahmen gegen diese, was wir auch ja als dritte Weltkrise bezeichnen, die Verschmutzung der Erde und auch gegen die Pestizide, die Verschmutzung der Umwelt durch Pestizide, aber eben auch die Belastung der Gesundheit durch Pestizide dort festgeschrieben. Und da ging es zum Beispiel auch um Poison Centers. Wenn es keine gibt in den Ländern, dann können die Menschen auch nicht irgendwo hingehen, dann wird es auch nie in irgendeine Datenbank kommen und dann wird es nie eine Dokumentation geben und dann kann sich eben die Industrie hinstellen, aber es gibt ja gar nicht so das Problem. Oder es können Daten eben angezweifelt werden. Das ist halt diese Schwierigkeit auch, die sehr komplex hier hinter den Klagen liegen. Aber es gibt welche und es wird mehr geben. Und genau, danke. Danke, Susan, für diese sehr konkreten Beispiele. Wir kennen natürlich auch alle die Klagen gegen, also die Glyphosat-Klagen in den USA gegen Bayer Monsanto. Du wolltest auch noch zu den Klagen? Sorry, Martin, oder ja, ganz, du auch nicht? Ganz kurz, weil ich vor einigen Jahren mal in Bangladesch war und dort gesehen habe, kleinbäuerliche Strukturen im Allgemeinen. Aber Pioneer, Syngenta macht groß Werbung und ist da natürlich auch fett im Geschäft. Also das bestätigt eigentlich die Aussage, dass nicht nur Südamerika, Afrika, sondern auch eben der asiatische Raum immer mehr davon, naja, man kann nicht sagen gesegnet, aber betroffen ist, möchte ich sagen. Ja, ja, ich wollte mal kurz eingehen darauf, dass wir die Frage, ich weiß nicht genau, wie es in Kirgisistan aussieht, aber wir haben einen wesentlich massiveren Einsatz von Pestiziden, auch Insektiziden bei Nicht-Food-Produkten. Also gerade deshalb sollten Sie beim Einkaufen von Baumwolle immer auf Biobaumwolle achten, weil da haben wir einen der höchsten Einsätze. Das wird immer ein bisschen, ne, isst man ja nicht, wer isst schon sein T-Shirt. Aber das andere Problem, was wir auch haben, ist zum Beispiel Blumen, auch aus Kenia, sollten wir auch nicht essen, ist hochtoxisch, oder aus Peru. Da werden Chemikalien eingesetzt, weil man sagt, das wird ja nicht gegessen, da kann man es ja einsetzen. Da sind meistens die Arbeiterinnen am betroffensten von diesem Anbau. Das sollten wir auch im Hinterkopf behalten. Es geht nicht nur um Nahrungsmittel. Aber konkret zu der Frage, kann also Technik eine Lösung sein jetzt in vielen Produkten?
ja, das wird jetzt uns immer viel erzählt. Dann kommen dieselben, die Pestizide anwenden, kommen, dieselben verkaufen, die kommen dann so, ja, aber es gibt auch viele intelligente Lösungen, Ausbringung mit Drohnen, na, oder reduzieren von Einsätzen, weil man es besser dosieren kann, weil man halt computergesteuert, also seinen Schlepper mit Zentimeter genau über den Acker fährt. All das führt zwar zur Reduktion, ich will das nicht generell in Abrede stellen, aber es führt nicht zu einer signifikanten Reduktion, weil man nur die Anwendung verbessert. Was wir brauchen, ist eine Umdrehung des Systems. Und das ist die Lösung. Also angefangen damit, dass wir, so banal wie das für jeden Bauern ist, Fruchtfolgen wieder einhalten. Dass wir auch Sorten einsetzen, die weniger Pestizide brauchen. Jeder kann sich, wenn es dann Frühjahr wird, dann gibt es immer die langen Listen, was kann ich denn aussehen? Und dahinter ist die Liste. Diese Pflanze hat aber eine erhöhte Anfälligkeit gegen Pilze. Aber da gibt es ja das Mittel von derselben Firma, die das Saatgut verkauft. Das kann man dann dazu kaufen. Da hat es diese Koppelprodukte, die es dann gibt. Ne? Wir bauen hoch ertragreiche Sorten an, aber das geht eigentlich in vielen Bereichen nur noch mit mehr Chemie. Und dass wir reden ja nicht nur jetzt über die Deregulierung der Gentechnik, wir reden auch über ein Saatgutgesetz in Europa, was auch in der Diskussion ist, sondern es ist nicht nur gut, weil wir brauchen auch diese Vielfalt von Saatgut wieder. Es gibt viele regionale Sorten, die brauchen einfach weniger Pestizide. Aber das ist halt unattraktiv für die Branche, die es verkauft. Und wer sich heute die ganze Branche anschaut, der Saatgutfirmen, Bayer, Monsanto, ist eine Chemiefirma, aber die haben sich den ganzen Saatgutmarkt eingekauft. Und das ist sozusagen für mich auch eine der größten Gefahren, dass wir nur noch diese hochspezifischen Sorten anbauen, die im Grunde genommen nur funktionieren mit einem Einsatz von Chemie. Nur Einsatz zu Glyphosat. Also weil immer gesagt wird, das ist ja gut, weil da muss der Bauer nicht pflügen und das spart ja dann auch Treibstoff. Ne? Ich habe einen Kollegen, der bewirtschaftet 400 Hektar Ackerland. Der spritzt erstmal alles mit Glyphosat tot und dann ackert er. Auf die Frage, warum machst du das? Ja, der Acker muss sauber sein. Und diese, es muss sauber sein, Ideologie der Bauern, dass man denen 30 Jahre den Kopf gedämmert hat. Da darf also keine Distel im Acker stehen, dann bist du ein schlechter Bauer. Und das Bild sozusagen, früher gehörte ein Acker mit auch extensiver Bewirtschaftung konventionell, da war mindestens 20, 30 Beikräuter mit dabei. Wenn man heute in einen, wie man bei den Bauern sagt, gut gepflegten Weizenfeld oder Maisacker geht, da ist nichts drin. Und das muss man sich auch mal klarhalten, dass wir damit die Biodiversität gefährden, weil wir so intensiv einsetzen, nicht weil es notwendig ist, sondern weil es in den Köpfen der Bauern die Vorstellung herrscht, es muss alles sauber sein. Wir können durchaus auch Beikräuter akzeptieren, ohne dass es zu einem signifikanten Rückgang von Erträgen kommt. Aber dafür hat schon die Industrie gesorgt, dass der Bauer sich vorstellt, es muss alles sauber sein. Und ich glaube, die Umstellung fängt im Kopf an und nicht mit mehr Technik. Also um es klar zu machen, kann hilfreich sein, aber es wird nicht die Lösung sein. Dankeschön, Martin. Genau, ich würde die 5 Minuten, die am Anfang später gestartet sind, hinten dranhängen und jetzt noch diese letzten 3 Wortmeldungen dran. Ich glaube, hier in dem Block waren 2. Oh je. Ja. Ja, und dann gehen wir noch einmal darüber, aber bitte fasst euch kurz. Christian Rossau, Dachverband der kritischen Aktionären. Seit einem Jahr warten wir auf die Verordnung zum Pestizidexportverbot. Ne? Es hängt immer noch offensichtlich in der Ressortabstimmung. Eine Partei, die sehr gelb in der Farbe ist, scheint es zu blockieren. Habt ihr da neuere Infos oder was können wir weitermachen? Vielen Dank. Danke für die kurze Frage. Genau, einmal noch darüber. Ich glaube, hier der Herr in Blau und Rot und dahinter noch. Ja, Ramos Strykowski vom Waldgartenkongress. Martin Häusling hat ja gerade sehr schön beschrieben, dass das Problem in der industriellen Landwirtschaft liegt eigentlich, dass also sowas wie Pestizideinsatz ja nur ein Symptom ist. Da können wir lange drüber reden, wenn dieses grundlegende System sich nicht ändert. Und deswegen die Frage, wo ist denn deine positive Ausrichtung oder Perspektive, um von dieser industriellen Landwirtschaft und dieser Industrialisierung der Landwirtschaft wegzukommen? Ganz einfache Frage, einfach zu beantworten. Genau, einmal noch da vorne. Ja, also ich habe mich eigentlich 55 Jahre mit dem Pflanzenschutz beschäftigen müssen,
einmal durch meine Ausbildung, dann durch meinen Werdegang und muss sagen, bin natürlich ein bisschen, also ich freue mich erstmal, dass das Thema hier angeschnitten wird. Gern gleich die Frage. Ja, jetzt komme ich zur Frage. Es klingt eigentlich so, dass diese Komplexität hier nicht richtig angesprochen wird. Ich muss wirklich sagen, es sind viele Dinge, die vielleicht zu wenig Praktiker. Also ich bin selber auf dem Acker, ich habe selber mit Gift, ich war ein Giftmischer. Ja, so hat eigentlich mein Anfang begonnen. Das war 1960, ja. Also da muss ich wirklich sagen, warum haben wir das damals gemacht? Warum kam es dazu? Das heißt also, dieser geschichtliche Hintergrund, der muss auch angesprochen werden. Und daraus sind ja unwahrscheinliche Reichtümer entstanden. Ich habe einen Onkel, ich war im Osten groß geworden, ich habe einen Onkel im Westen gehabt, der führende Position bei diesen Betrieben hatte. Er wollte mit mir nichts zu tun haben, aber durch eine, aber das würde jetzt alles zu weit führen. Ich habe einen Vorschlag, darum, wir haben nämlich gleich noch die Gelegenheit, uns bei darum, Häppchen auszutauschen. Bitte mehr in die Komplexität reinzugehen, ansonsten, sage ich jetzt einfach mal was Provokantes, ist es Altweibergewäsch. Appell an mehr Komplexität, wir gehen noch einmal weiter. Dankeschön, keine da hinten Hilfe war noch sein. Eine Wortmeldung. Genau, und eine letzte nehmen wir gleich hier vorne noch dran. Ja, vielen Dank, Lavinia Roveran vom Deutschen Naturschutzring. Ich wollte nochmal fragen, also spannende Diskussion und spannende Punkte. Leider gibt es diese Einigkeit, die auf dem Panel ist und die auch in der Wissenschaft her ist, ja nicht in der Politik unbedingt, haben wir auch heute schon mehrfach angesprochen. Wie kommen wir dahin, dass wir trotzdem vorwärts kommen? Ich weiß, das ist eine sehr schwierige Frage, aber ich frage mich das auf nationaler Ebene. Wir warten auf die Reduktionsstrategie. Auf europäischer Ebene, SOR ist gescheitert, aber auch auf internationaler Ebene. Frau Lombardi hatte angesprochen, wir brauchen eigentlich ein internationales Abkommen, internationales Regime in diese Richtung. Also sehen Sie da auf dem Panel Anknüpfungspunkte. Dankeschön. Super. Und ganz kurz die allerletzte hier vorne, die Dame. Ja, wir müssen, glaube ich. Danke. Ingrid Apel, zwei Fragen. Einmal an Herrn Häusling. Sind Sie nicht in den richtigen Bündnissen, nicht in den Aufsichtsräten oder wieso haben wir jetzt diese schlechte Bilanz? Und zum Teil wurde hier von gruselig gesprochen. Also meine Frage, was haben Sie falsch gemacht und was machen die anderen richtig? Denn ich meine, die ganzen Argumente, Zahlen, Daten, Fakten sind auf Ihrer Seite. Leute sterben, Tiere sterben und ja, wir können da noch 10 Jahre drüber reden. Wäre jetzt ganz gut, dass Sie mal sagen, wie Sie den Wahlkampf bestreiten wollen und wie Ihr Framing oder was auch immer verändert werden muss. Wäre ganz gut für Sie als Grüne und für uns alle als Gesellschaft. Zweite Frage an Frau Bollmore. Kenia, wie Zahlen, Daten, Fakten auch? Wie viele Landwirte sind das, die auf Bio umstellen? Wer finanziert die Landwirte, die dann diese Kurse für andere machen? Einfach, dass wir mal ein bisschen wegkommen, immer von dem Allgemeingerede und mal Fakten, endlich mal Fakten nennen und mal konkreter werden, auch was wir wirklich jetzt tun können. Danke. Okay, vielen Dank. Ich bin jetzt mal so frei. Ich sagte gerade schon, wir haben draußen gleich noch Gelegenheit, ein bisschen ins Gespräch zu kommen und würde mir jetzt mal die ganz konkreten Fragen hier rauspicken, nämlich einmal Exportverbot, wo stehen wir da gerade und wie kommen wir weiter in dieser vertrackten Lage und was bedeutet das auch für die nationale Reduktionsstrategie hier? Die konkrete Frage der Finanzierung, Silke, wenn du dazu was sagen kannst, kannst du auch gerne mitnehmen. Aber ich würde vor allem als Abschlussrunde hier diese Frage mitnehmen, wie kommen wir jetzt hier weiter? Wer mag beginnen? Also ich kann ja mal kurz mit der Verordnung beginnen. Ja, das ist richtig. Eine Verordnung wurde angekündigt vom Landwirtschaftsministerium vor einem Jahr. Die wurde auch geschrieben und die sitzt im Ressort. Und wir wissen immer noch nicht, was damit passiert. Wir kriegen auch keine konkreten Antworten. Özdemir hat es gestern im High-Level-Panel in der GFFA noch mal angesprochen und hat gesagt, er sieht große Blockaden. Und er würde sich persönlich aber sehr dafür einsetzen. Aber ja, wie wir weitermachen, wissen wir auch noch nicht so ganz genau. Ja.
Und zu der Finanzierung in Kenia, die Schulungen vielleicht? Die werden von den Bauern und Bäuerinnen selber getragen. Also die Schulungen sind wirklich extrem günstig. Es sind dann 100 Bauern und Bäuerinnen auf einem Feld und einfach die Zahl trägt sich dann damit. Aber zusätzlich gibt es natürlich auch noch Finanzierung, zum Beispiel BioVision ist sehr aktiv als Verband in Kenia und in Ostafrika. Es gibt aber auch einen großen Verband jetzt, der immer größer wird, eigentlich das größte Netzwerk Afrikas mit den meisten Organisationen, das ist AFSA, also die African Food Sovereignty, die eben wirklich immer mehr Verbände bekommen und die eben auch sowas anbieten und einfach auch umsonst diese Schulung eben anbieten und ja. Also das zu den Fakten, mehr Fakten kann ich leider nicht geben. Super, vielen Dank. Wie kommen wir weiter? Nationale Reduktionsstrategie, internationales Abkommen. Bitte. Wenn ich was dazu sagen darf. Also einmal kam ja auch jetzt hier aus einer Richtung so die Kritik, wir hätten zum einen nicht die Historie genügend hier beleuchtet oder auch nicht Lösungswege aufgezeigt. Ja, in Teilen sicherlich richtig, weil in diesem Forum, in dieser also in der Situation hier auf dem Panel kann man jetzt nicht die Nachkriegszeit beleuchten und dann den Ausblick in das nächste Jahrhundert machen. Das wäre eine Überforderung unsererseits, glaube ich. Aber es ist vollkommen richtig. Ich habe es versucht auch anzusprechen, dass wir natürlich auch den Nutzen und ohne Landwirtschaft wird es natürlich nicht gehen, sondern wir brauchen eine bessere Landwirtschaft im Hinblick auf Biodiversität, weil das ist ein so gravierendes Problem, was aber noch nicht angekommen ist, auch längst nicht in der Politik. Da habe ich ja selbst in der eigenen Partei noch zu Überzeugungsarbeit zu leisten. Aber es ist so, dass wir an einem Punkt stehen, wo wir jetzt doch schauen müssen. Drehen wir diese Spirale weiter in diese Richtung? Die Abhängigkeiten wachsen, die Ernährungssituation wird nicht verbessert. Wenn man sich den Getreidemarkt anschaut, da sind, ich glaube, 5 große Konzerne, die 80% des Marktes, also die haben eine eigene Flotte, die haben eigene Mühlen, die haben eigene, so, das ist auch gewachsen. Das ist die Folge einer falschen Agrarpolitik, sowohl weltweit als auch auf EU-Ebene. Und jetzt stehen wir natürlich an dem Punkt, jetzt einige Monate vor der Europawahl, wo wir Überzeugungsarbeit in die Bevölkerung bringen müssen, um einerseits natürlich die Folgen der bisherigen Politik aufzuzeigen, aber auch Lösungswege. Und Lösungswege sehe ich da, dass man eben zusammenkommt, weil es wird uns schwerfallen, wenn morgen alle Landwirte sagen, wir machen jetzt Bio. Das gibt der Markt nicht her, das wird von der Umsetzung her schwierig und das wird auch nicht funktionieren, weil man kann nicht von heute auf morgen das Ruder komplett rumreißen. Aber man kann Entscheidungen treffen, die in eine andere Richtung gehen. Und dabei sind wir, und das versuchen wir ja auch, deswegen engagiere ich mich auch kommunalpolitisch, damit die besten Beschlüsse, die irgendwo auf dieser Welt gefasst werden, auch vor Ort Umsetzung finden. Und da geht es halt schon darum, dass man, ich komme aus einer Region, da gibt es ein großes Vogelschutzgebiet und jetzt stand neulich in der Zeitung, dass ja die Naturschützer auch dafür seien, dass man das, was aus Brüssel drohte, kippt. Und das wird jetzt immer wieder in Brüssel auch genutzt. Ja, Dr. Liese von der EVP nutzt das jetzt immer als Alibi und sagt, ja, da sind ja selbst die Naturschützer auf unserer Seite. Ich komme aus dieser Region, kenne die Naturschützer sehr gut und muss sagen, in dem Statement fehlt, ja, der Vertragsnaturschutz, der in den letzten Jahren dort gelaufen ist, hat Erfolge gezeigt bei einigen Arten, aber selbstverständlich brauchen wir auch eine Minderungsstrategie. Wir können nicht weitermachen wie bisher. Also, wie machen wir weiter? Ja, mit den Landwirten, die vor Ort bereit sind, für ihre Leistung etwas von der Gesellschaft zu bekommen. Also wir müssen natürlich die GAP umstricken, um es mal klar auszusprechen. Das hat Martin Häusling ja auch schon erwähnt. Und das alleine gelingt uns aber nur, wenn wir da auch entsprechend in der Bevölkerung Rückhalt bekommen, was derzeit schwierig ist. Aber dennoch wird meine Haltung sich nicht ändern, auch wenn es Gegenwind gibt. Danke. Danke, Carsten. Larissa. Letztendlich gute Lösungsmöglichkeiten, um diesen ganzen Lobby,
Wir können das leider im Zoom nicht verstehen, wenn Sie ohne Mikro reden. Okay, der Kommentar war für den Zoom, dass der Kommentar erschreckend war. Werde ich gleich was zu sagen. Wir können auch gleich beim Empfang noch weiter darüber diskutieren. Larissa. Yes, I would mention it's about what can we do. Vielleicht noch mal zum Thema, was wir tun können. Wir sind ja Teil internationaler Bündnisse, IPSA. Das ist die Internationale Pestizidstandard-Allianz. Und da geht es darum, eine internationale Rahmenrichtlinie aufzustellen gegen Pestizide. Und das ist natürlich nicht das einzige Bündnis, sondern natürlich auch nicht die einzige Lösung. Die Lösung kommt natürlich auch von den sozialen Bewegungen und so weiter. Aber wir sind der Meinung, dass wir auf internationaler Ebene erst einmal einen Rahmen brauchen. Wir brauchen die gleichen Regeln für die ganze Welt. Und das letztendlich dann, also unser Hauptziel ist natürlich, dass diese übermäßige Nutzung von Pestiziden beendet wird. Dass wir langfristig organisieren, wie man damit umgehen kann, dass es eben eine andere Lösung gibt. Aber das müssen wir irgendwie angehen. Und deswegen ist es uns so wichtig, dass wir da international zusammenstehen. Dieses Bündnis ist letztes Jahr im März gegründet worden aufgrund der UN-Wasserkonferenz und es gibt eine weitere Konferenz der Vereinten Nationen im nächsten Mai. Da geht es auch wiederum um Gewässer und da kommen wir eben zusammen, verschiedene Menschen, die die 5 Kontinente vertreten und hoffentlich können wir da auch einiges erzählen. Vielleicht Susan zuerst, dann hast du das letzte Wort. Ich fand die Frage auch sehr gut, mit wie kriegen wir das hin, wenn keine Einigkeit besteht und so weiter. Und ich sehe so ein bisschen, in der Vergangenheit war Europa oft das, was man international den Frontrunner nannte, ne? Stärkstes Pestizidgesetz, hat Sachen angeschoben und so weiter. Und im Moment hat man das Gefühl, das geht zurück und wir von dieser internationalen Ebene kommen, wurden auch schon Fragen laut, auch von Südpartnern, wer wird das nächste Zugpferd sein? Im Moment sehe ich, dass gerade teilweise die internationale Ebene uns den Ball zurückspielt. Ne? Wir haben Kunming-Abkommen gesehen, da kommt es jetzt darauf an, da geht es jetzt um die Indikatoren. Wenn das mit den Indikatoren so läuft wie bei der SUR und wir nachher einen völlig fehlaussagenden Indikator bekommen, ohne eine Pestizidreduktion darzustellen, dann haben wir Pech. Wir hoffen also, dass die Weltgemeinschaft da cleverer ist und entsprechende Indikatoren festsetzt. Dann gibt es die Verlinkungen mit anderen UN-Ebenen und die jetzt zum Beispiel im Global Framework on Chemical festgesetzten 9 Targets, wo Phase-out of HHPs, also Highly Hazardous Pesticides, mit drin ist, wo Alternativenförderung mit drin ist, wo der Exportverbot mitgenannt wird, natürlich unter ferner Liefen und wo es ganz harte quasi Lobbyverhandlungen, also wirklich mit den am Anfang sich sehr kontraher gegenüberstehenden Vertreterinnen aus den verschiedenen Ländern, von Industrie, von Zivilgesellschaft und so sich zusammengestellt haben und wirklich versucht haben, eine Lösung zu finden. Und vielleicht ist das ja ein Modell, zu dem wir auch wieder auf europäischer und auf nationaler Ebene zurückkommen können. Vielen Dank. Carsten wollte noch einen Satz. Ja, muss ich. Das lässt mich jetzt natürlich nicht los. Der Vorwurf, ich sitze hier, weil ich mich stark mache für diese Position. Und ich sitze, glaube ich, hier stellvertretend für viele, die sich ehrenamtlich engagieren, die etwas ändern wollen. Und es gibt eben diese Kooperation mit Landwirten, auch bei uns in der Region. Er nannte Vertragsnaturschutz. Das geht in die richtige Richtung. Wir müssen an einem Tisch sein. Ich habe gesagt, ohne Landwirte wird es nicht gehen. Also müssen wir in den Austausch kommen. Das ist im Moment schwierig, aber ich sitze hier, weil ich das will. Ich will eine Öffentlichkeit erreichen und will meine Thesen, meine Position darlegen. Andere können andere Positionen vertreten, aber es muss zielorientiert sein. Und das, was meine Analyse, und da bin ich vielleicht auch ein bisschen jetzt durch die Arbeit mit der Studie geprägt, dass ich im Moment sehe, es geht in die falsche Richtung. Und deswegen, es gibt Lösungswege. Ich habe genannt Züchtung, es gibt
Wasserkooperation und, Bodenkooperation, ja, das sind gute Ansätze. Die müssen wir weiter nach vorne bringen und dann kommen wir auch, glaube ich, ein Stück weit, weil das auch aufklärerisch wirkt. Da entwickelt sich eine Dynamik. Ich könnte jetzt viele Beispiele nennen, die Zeit läuft mir weg. Bitte. Danke, Carsten. Martin, du hast das letzte Wort. Ja, weil die Frage, beachten wir nicht so ein bisschen mehr die Historie, wie ist es entstanden? Da kann ich aus meiner eigenen Historie was sagen. Ich habe den Betrieb meiner Eltern 1987 übernommen, habe dann zum großen Schrecken meiner Eltern gesagt, ich stelle jetzt um auf Biolandbau. Ja, die Enterbungsfrage wurde nicht gestellt, ich war der Einzige, der es machen wollte, aber es war eine große Angst, also weil eine Generation nach dem Krieg aufgewachsen ist, die Technik begeistert, überzeugt, weil mein Vater hat mir erzählt, ja, wir haben einmal gespritzt und dann war das ganze Unkraut weg. Wir mussten damals die Rüben vereinzeln. Ja, guck mal, heute sehen wir das so. Ja. Was müssten wir früher hacken? Ja. Und dieses Bild sozusagen aus der Vorzeit und jetzt kommt der und will wieder zurück. Das war ja so das Bild. Ne? Jetzt will er keine Chemie mehr und will wieder zurück. Und mein Vater ist jetzt vor 3 Jahren gestorben, aber danach hat er gesagt, ja, es geht ja auch so. Es gibt Technik, der muss gar nicht mehr hacken, der hat einen Striegel. Es gibt ganz viel Unterstützung sozusagen auch von Verbrauchern, die das wollen. Das hat nämlich damals auch keiner geglaubt. Das Zeug kauft doch keiner, schmeckt doch gar nicht. Also es hat sich sagen, es gab viel Vorurteil. Und man soll nicht glauben, dass es diese Generation nicht mehr gibt. Das Durchschnittsalter der deutschen Landwirte liegt irgendwann bei 55 Jahren plus. Es kommen viele aus der Zeit, die immer noch glauben, das ist doch ein Segen. Und damit verbinden, wenn ich Biolandbau mache, muss ich wieder hacken und muss einen Rücken krumm machen und verdiene dann auch noch weniger. Das ist ein gesellschaftlicher Prozess, der läuft langsam. Die Frage war, sitzt jetzt seit 2009 im Parlament, warum hast du das alles noch nicht geändert? Das ist eine berechtigte Frage. Aber dazu gehören auch Wahlen, sage ich auch mal ganz ehrlich. Ne? Wenn jetzt jemand das System kritisiert, dann muss er immer noch schauen, wer hat denn wo die Mehrheiten? 90% der Abgeordneten im Europäischen Parlament sind nicht grün. Und das Imperium schlägt halt im Moment gerade zurück. Jahrelang haben wir gedacht, jetzt auch mit Frau von der Leyen, ja, Leute, Farm-to-Fork-Strategie, prima, es geht doch auch mit den Konservativen in die Richtung, wo wir alle hinterstehen können. Aber in dem Moment, wo ich ein ganzes Geschäftsmodell bedrohe, wird sich die andere Branche natürlich dagegen wehren. Ich sage mal, jeder Betrieb, der auf Bio umstellt, ist ein eklatanter Verlust für Bayer und BASF. Warum sollen die dann Bio unterstützen? Die müssen ein Interesse haben, dass das Geschäftsmodell weiter so läuft. Und dahinter hängt ein Milliardengeschäft, das sage ich auch mal. Also sagen, nein, du verändert mal was, ist schön. Wie viele Leute sind hier bei der Diskussion? Also man muss auch mal gucken, kann man die gesellschaftlichen Mehrheiten erreichen? Ist das, und ich werde es wirklich versuchen, mal allen Punkten, Landwirtschaft, Ernährung, das zentrale Thema für die nächsten Europawahlen? Für viele Leute ist es eher das Problem, was wir im Moment rechts haben oder dass das Leben so teuer geworden ist. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, wie gesagt, ich will jetzt positiv enden. Als ich angefangen habe, Biolandbau zu machen, hatten wir in Hessen, waren 0,2% der Betriebe biologisch. Wir haben jetzt in Hessen 17%. Kann man sagen, immer noch die 25 oder 30. Ja, aber es geht immer noch voran. Selbst die Delle im letzten Jahr, es geht weiter. Und es geht aber nur, wenn am Ende wir einen Punkt bedenken, solange Bio teuer wird, weil es aufwendiger ist, weil die Vermarktungswege andere sind, weil die Verarbeitung anders ist, werden die Leute natürlich im Laden stehen und sagen, huch, warum ist das Bio-Hähnchen 4-mal so teuer wie das konventionelle? Weil sie nicht bedenken, und wir haben hier die ganze Zeit darüber geredet, dass die Umweltfolgen bei den konventionellen Produkten einfach nicht eingepreist sind. Und wir müssen diese Umweltfolgen bei den konventionellen Produkten letztendlich auch einpreisen. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das Biohähnchen am Ende billiger ist als das industrielle Hähnchen. Und das machen wir in der Politik nicht. Wir versuchen mit einer Politik in Brüssel, sagen, ein bisschen umzusteuern, ein paar Subventionen anders und besser zu verteilen. Das wird nicht reichen. Wir müssen weg von antibiotikagetriebenen Hähnchenmast, wir müssen weg von dieser chemiegetriebenen industriellen Landwirtschaft. Aber das bedeutet auch, und das sage ich auch ganz klar, so billig wird das Ganze nicht zu haben sein. Und dann ist die Frage, ob Sie dann auch noch am Ende da stehen und sagen, jo, ich kaufe jetzt die Bioware, auch wenn sie teuer ist, aber ich tue was für Umwelt und Gesundheit. Und ich glaube, das haben wir noch nicht hinbekommen, dass wir uns alle klar werden, dass unsere tägliche Kaufentscheidung darüber entscheidet, wie Landwirtschaft am Ende wird. Danke, Martin.
Gestern sind wir ähnlich geendet, nur noch mit der Klammer dazu, dass es dafür auch die entsprechende Sozialpolitik braucht, damit alle Menschen sich gut und gesund ernähren können. Vielen Dank für diese Diskussion heute. Ich glaube, wir haben alle viel mitgenommen zu den Auswirkungen von chemischen Pestiziden auf Menschen einerseits, auf die Biodiversität andererseits. Wir haben gehört, wie die Lobby immer noch den Wandel blockiert und verhindert. Wir haben aber auch positive Beispiele von positiven Beispielen gelernt aus Brasilien oder Kenia, wie da wirklich die agrarökologische Bewegung wächst und haben Möglichkeiten der Regulierung hier aufgezeigt. Jetzt habe ich die Ehre, noch einzuladen. Wir dürfen dem Büro Martin Häusling danken für einen kleinen Snack, den es unten gibt, und zwar einmal die Treppen hinunter, dann direkt rechts in die Cafeteria. Da ist noch ein bisschen Raum zum Austausch und Vernetzen. Und wie bereits angekündigt, können wir im Nachgang diese Präsentation, die heute gezeigt wurden, und der Hinweis auf die verschiedenen Studien noch teilen. Es gibt aber auch einiges Material draußen liegen, was Sie sich gerne mitnehmen können. Genau, danke an die Technik ich wünsche Ihnen allen einen schönen restlichen Tag und noch eine gute grüne Woche. Ich danke ganz herzlich Lena Louis, weil das wieder eine toll moderierte Veranstaltung war, und danke der Böll-Stiftung für die Zusammenarbeit und wünsche Ihnen allen einen schönen Tag.